Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen bei Simmers TV am Donnerstagabend. Und das kann nur eins bedeuten. Es kann nur einen geben am Donnerstagabend. Und das ist die Race Day Speed Association heute aus Argentinien. Ich wusste überhaupt nicht, dass man da Rennen fahren kann. Ich dachte, die reiten da Kamele. Ach nee, das war ja in Ägypten. Ist ja geil. Jedenfalls, hammerharte Strecke. Und ich begrüße recht herzlich nämlich den, der uns jetzt die Strecke gleich so ein bisschen vorstellen wird. Wie immer natürlich herzlich willkommen auch Jens Purkott. Hallo Lutz, schönen guten Abend. Schön, alle, die hier sind und zuschauen. Ja, Argentinien, du hast es schon erwähnt, hammerharte Strecke. Also, ihr habt noch nie so viel Bammel gehabt vor einer Vorzeigerunde aus dem Cockpit raus wie dieses Mal, weil die ist echt super heikel. Aber aufregend, also klasse. Viele kannten die Strecke vorher gar nicht, ich bin sie auch nie gefahren. Wir haben sie dann auch vorgegeben und gar nicht abgestimmt. Und, ich quatsche auch noch, hat den Knopf hier drauf, den Daumen drauf. Aber alle sind begeistert. Also viele sprechen von der besten Strecke, die sie je gefahren sind, beste R-Faktor-Strecke. Und also, sie macht richtig, richtig Spaß, aber ist auch mega anspruchsvoll. Ja. Schaust du mir einfach schon zu, hä? Ja, natürlich. Ich habe auch dein Dreher war live. Aber gut, jetzt sage ich mal so, wir haben jetzt 20 Autos, also 19, wenn ich das richtig sehe, mit mir. Und der Alex Rambo war wohl dann doch etwas überrumpelt, dass er heute hätte schon fahren können. Also ich glaube, der hat das nochmal sich überlegt. Aber Robin Hassel ist als neuer Fahrer dazugekommen, ja auch kein Unbekannter, jedenfalls uns beiden nicht. Und er sagt, Mensch, ich habe noch gar kein Setup. Jetzt hat ihm der Michael Bregartner hat ihm jetzt erstmal ein Setup gegeben. Das war jetzt vielleicht nicht die erste Wahl, aber ist erstmal wurscht. Hauptsache, er hat erstmal irgendwas. Und, so, jetzt geht's ja los. Jo, oh Mensch, wir sind da. Ja, genau. Startziel. Nicht wirklich super lang, aber danach trägt er eine mega schnelle Linkskurve. Wieder zwei Ringe runter, mein Auto wird unruhig hier an den Curbs dran. Wenn man leicht ranbremsen, hier an den Curb und dann rausbeschleunigen. Das war halt sehr langsam, aber diese Strecke hat überall Bodenwellen, da wo man sie nicht gebrauchen kann. Beste Beispiel ist die nächste Kurve, die 90 Grad rechts über eine Kuppe. Kurz vorher eine Bodenwelle. Berührt man hier innen den Curb, fährt man auf zwei Rädern. Das ist ganz heikel. So, dann geht's hier runter, eine schöne Bremsschikane. Kann man auch hier schön an der Mauer lang Schwung holen, dann hier rüber und wieder vorsichtig raus beschleunigen. Schön die Mauer nah dran, wenn wir Pingpong haben, wenn der eine abfliegt. So, einmal kurz durchatmen. Jetzt sind wir wieder gerade, dann haben wir eine Kopie der ersten 90-Grad-Kurve, wieder leicht berghoch, rechts über die Kuppe, wieder eine Bodenwelle vorher. Das ist super. Dann musst du warten, bis das Auto wieder sich setzt. So, dann haben wir eine super schnelle Linkskurve, in die man reinbremsen muss. Fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang, zweiter, und dann kann man hier so ums Eck fahren und hier wieder raus beschleunigen. Dann kommt man einen ganz schnellen Rechtsknick, da muss man hier richtig schön ausholen. Auch wieder hier bis an die Mauer dran, hier außen den Curbstreifen. Und wieder auch so eine super schnelle Kurve, die man reinfährt und in der Kurve schon das Auto zusammenbremsen muss. Alles wird unruhig. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Jungfrauenpass. Warum wir den so genannt haben, fällt unter die Zensur. Das Auto hat nur Wheelspin. Also man hat das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts. Es dreht in alle Richtungen. Aber auch irgendwie klasse zu fahren. Also das macht schon echt Spaß. Hier ist die Mauer auch wieder viel schneller da, als man möchte. So, haben wir wieder ein kleines Erholungsstück. Bisschen Vollgas. Hier auch der Knick geht. Vollgas. So. Dann noch einmal zusammenbremsen. Dritter Gang. Ja, auch an den Curb. Die Curbs sind heikel. Wenn man da zu sehr drüber fährt, kann man sich auch schon mal wunderbar aushebeln. So, da sind wir schon wieder auf Startziel. Also Rundenzeiten. Keine Ahnung, was ich jetzt hier fahre. 2.10, 2.11, oh, 2.9. Gut. Ich denke, im Qualifying werden wir vielleicht sogar eine 2.7 sehen. Richtig schnellen Jungs fahren 2.8er in einem Rennen. Ganz klarer Favorit heute Kevin Flitsch und Robin Frischkopf, der mal mit weniger Gewicht unterwegs ist, weil er zwei Rennen schlecht war. Die werden hier heute dominieren. Ich bin froh, wenn ich hier ein paar Punkte mitnehme. Also 30 Kilo machen sich für mich hier echt bemerkbar, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht reizt er für Top 5 oder so. Würde mich freuen. Ja, also nicht schlecht. Und ich sehe diese Strecke auch zum ersten Mal und ich habe mich auch überhaupt nicht belesen darüber, weil
Ja, viel hast zu mich lernen. Ja, ne? Ja, du hast dich ja auch ganz sicher belesen, ne? So mit Jungfrauenpass, ne? Ja, ich kann mir lieber vorstellen, was da los war. Ja, gut, werden wir mal schauen, was uns hier erwartet heute Abend. Also ich bin überzeugt, dass das dann doch die ein oder andere Situation geben wird. Ich meine, in den normalen, auf den normalen Rennstrecken, da sehen wir ja schon so von unseren beiden Spezialisten, einer davon bist du, dann schon mal den ein oder anderen Ausritt, so unmotiviert, auch ohne Zutun von anderen. Und das wird wohl hier heute Abend wohl auch passieren. Das wird sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden lassen. Weißt du, was echt paradox ist? Das letzte Rennen musstest du ja leider Gottes aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ausfallen lassen. Da bin ich zwei fehlerfreie Rennen gefahren. Ja, du warst nicht da. Ja, Aber zum Glück habe ich es ja als Stream und dokumentiert und abgespeichert und werde es dir bei Zeiten nochmal vorspielen. Also ich kann es doch ohne Fehler. Ja, ja, ich habe es mir ja angeschaut. Also von daher ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass du durchgefahren bist. Hey, war zweimal Zweiter. Also das ist ja, schon. Aber war dann schon irgendwie. Ja, das war es ja auch schon öfter mal. Also, ja, aber nur zweimal. Okay, mein Lieber, dann wünsche ich euch, dir und deinen Herrschaften da richtig viel Spaß und natürlich auch nochmal an den Robin Hasse. Jetzt haben wir zwei Robins hier und der Robin Hasse ist zumindest jetzt schon mal bis auf Platz 7 vorgefahren und er sagte nur, er ist vorhin oder er hat heute wohl irgendwie trainiert und hat sich da wohl mehrmals überschlagen und weiß ich nicht, was ihm alles passiert ist. Also wir sind da mal wirklich sehr gespannt. Ja. Gut, er startet als Wildcard, da wird sich also auch ein bisschen zurückhalten, wenn es so hart auf hart geht. Aber es ist einfach schön, dass er auch jetzt hier ist. Genau. Gut, bis daher. Irgendwie hören wir uns nachher nochmal. Okay. So, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt in die erste von zwei Sessions. Wir gehen jetzt erstmal in ein Qualifying. Und danach startet die erste von zwei Sessions, nämlich das 20-minütige Sprintrennen. Anschließend gibt es dann nochmal das Hauptrennen über 40 Minuten. Und beide Rennen sind erfahrungsgemäß immer sehr, sehr spannend. Die Strecke tut ihr Übriges dazu, da bin ich mir ganz sicher, weil, nee, wirklich, also so ein Kuddelmuddel, also das ist so eine Mischung aus Hungaroring, Nordschleife und Monte Carlo vielleicht noch. Und Surfers Paradise, genau. Also diese Schikanen, auch da, wo der Jens eben in seiner Warm-Up-Lab, also noch vor der Vorstellungsrunde, da abgeflogen ist. Also, wir werden sehen. Wäre vielleicht auch mal eine lustige Strecke für den Porsche Cup als Fun-Event, so mit 40 Autos. Ich glaube, da haben wir richtig Spaß, vor allem am Start in diesen ersten Schikanen. Und wir gucken mal, was wir hier so haben. So, jetzt gucken wir mal hier so ganz vorsichtig hier hin. Da passiert erstmal wenig. Haben wir denn hier einen Zoom? Ja, wir haben hier einen Zoom. Da kommen die nämlich hier aus der Boxengasse raus. Genau. Das ist ja mal auch nicht schlecht. Auch mal nicht schlecht. So, und geil. Es ist wieder so, ne? Also alles fährt raus. Ich weiß, ich habe noch 30 Sekunden, bis die Ampel überhaupt auf grün schalten. Aber nein, ich muss da raus. Und dann beschweren sie sich, wenn sie keine freie Runde finden im Qualifying. Weil das geht nun mal nur 15 Minuten. Und wenn wir hier so 2 Minuten 6, 2 Minuten 7 haben, man möchte vielleicht auch nochmal Reifen gewechselt haben, irgendwann in der Qualifying-Session, um es vielleicht nochmal zu probieren. So viel Zeit ist das nicht. Also, schon sehr, sehr lustig werden. So, wir suchen uns mal jetzt hier irgendeinen. Genau, da haben wir nämlich den Jens Burkott, der jetzt hier momentan auf 1 fährt. Klar, weil er war in der Session vorher der Einzige, der eine gezeitete Runde hatte. Also, von der 1, da wird er wohl noch eine Weile zehren, die er jetzt hier hat. Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Unglaublich schnelle Passage hier. Also irgendwie im ersten Sektor oder Ende des ersten Sektors. Und Und dann bremst man hier sehr, sehr über diese Gruppe mit dieser Bodenwelle. Es ist grandios zu fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das noch so ähnlich? Also irgendeine Strecke, ich glaube in Brands Hatch, ja, da war das glaube ich ähnlich. Und also wie gesagt. Wirklich etwas sehen, wohin man hier fährt, tut man nicht. Wozu auch? Guckt euch das an hier, diese. Ja, also ich meine, das sind ja keine Schikanen.
keine Schikanen, die in irgendeiner Form jemand sich ausgedacht hat, sondern die sind ja wohl, glaube ich, eher topografisch irgendwie bedingt, weil anders wäre man da wahrscheinlich mit der Strecke gar nicht angekommen, um die Felsen wegzuspringen. Ich meine, grafisch ist das Ding natürlich schon ein Kracher, wenn ich mir die ganzen, weiß nicht, was der Streckenmodder, ob das da wirklich so aussieht, mit diesen dreifarbigen Curbs und blau und rosa und weiß ich nicht, was hier alles ist und orange und sieht alles ein bisschen so nach Schwimmbad aus, aber egal. Strecke an sich ist echt ein Brüller. So, jetzt sind wir hier erstmals bei einem Fahrzeug hier in der gezeiteten Runde. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Jens hier treibt. So, hier sieht man, dass dieser kleine Hügel da eben rechts, über den man da so drüber, wie so ein kleiner Sprunghügel, um dann da in die Kurve sich rein. Ja, dann muss man eigentlich das Auto schon fast gerade haben. Schauen wir mal. Ja, der Jens, jetzt ist er im dritten Sektor, also schon eine ganze Weile. Jetzt die lange Gerade, am Anfang dieser langen Geraden ging es in den direkten dritten Sektor. Jetzt kommen wir gleich zu dieser Schikane, hier zu diesem Knick. Genau, und jetzt geht es nochmal raus. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch es gibt nochmal am Schluss diese Passage. Genau, jetzt geht es hier nochmal schnell rechts. Leichter Linksknick nochmal und dann in diese, ja, was ist das eigentlich hier? Ja, es ist auf alle Fälle eine S-Kurve, so viel kann man sagen, aber schon ein sehr scharfes S. Und hier dieser Turnaround und dann geht es hier auf Start und Ziel zurück. Also kommt noch ein Linksknick und ja, Linksknick ist gut. Ist auch nicht langsam, diese Kurve, aber auch nicht sonderlich schnell. So, und dann haben wir jetzt nochmal ein schönes Stück gerade und dann geht's rechts auf die Startziel. Ja, hier rechts ist die Boxeneinfahrt. Also, genau. So, 2, 6, 7. Jupp. Das war dann erstmal eine 208, 837. Wir gehen mal auf Robin Frischkopf. Ach, der ist schon auf der 1 und zwar auf Anhieb eine 278. Also gleich mal komplett eine Sekunde schneller als Jens Fuckert. Passieren auch seltsame Dinge hier. Ja, wie gesagt, Robin Frischkopf ist momentan auch richtig gut in der Meisterschaft unterwegs. Dazu kommen wir dann im Warm-up. Da erzählen wir ein bisschen mehr dazu. Und jetzt werden wir erstmal abwarten. Oh, ich sehe gerade, Stefan Hauenstein ist nicht im Teamspeak. Also schon, aber nicht da, wo die Fahrer alle sind. Das ist nämlich auch so eine Besonderheit hier. So, und er hat nochmal einer raufgelegt, der... Oh nee, Kevin Flitsch. Kevin Flitsch haut hier eine 207-217 raus. Also das, was wir vom Jens gesehen haben, sah ja eigentlich schon mal nicht schlecht aus. So, ne? Als Betrachter kann man sagen, boah, das geht schon so ein bisschen als Rennenfahren durch. Aber er hat es ja angedeutet, dass 2,7er Zeiten sind. Und der Frischkopf fährt mal auf Anhieb eine 2,7-8. Und hier gibt es von Kevin Flitsch dann gleich mal noch eine 2,7-2. Ja, grandios. Oh,
Ich werde hier verrückt mit diesem. Na super, jetzt bin ich hier auf der. Ich hoffe, ich habe noch Internet. Ich komme nicht mehr auf die Webseite. Das wäre natürlich blöd, weil dann hat man nämlich durch auch keine. Können wir auch keine Resultate vorlegen, lesen. So, Kevin Flitsch, mal gucken. Also verbessert hat er sich jetzt nicht nochmal. Wir gucken mal ein Stück weiter hinter, damit wir auch mal so sehen, wer hier überhaupt noch so mitfährt. Aber den Stefan Hartleib, der hier momentan noch unglaublich nach seiner Linie sucht. Also der hat hier massiv Rückstand. Ist überhaupt noch keine Runde hinbekommen. 13 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Vielleicht kann dem Stefan da mal jemand helfen. Also ich glaube, er fährt hier mit dem Standard-Setup oder was auch immer. So, auf der 18 haben wir den Ralf, wie eben den Ralf Minwegen. Davor den Micha Bregartner, die fahren hier erstmal langsam. Warum machen die das? Also, der lässt sie vorbei, genau. Dann haben wir den Jens Erner auf der 16, Arne Bachem auf der 15. Platz 14 für Micha Betz. Ach, genau, der ist nämlich jetzt auch dazu gekommen, der Micha Betz. Also, natürlich schon seit, ich glaube, drei Saisons im GT3 Cup, aber ureigentlich Fahrer, upala, ureigentlich Fahrer beim Team Simsync.de, beziehungsweise bei Simsync Pro, so muss man ja sagen, so heißt das Team, also das Team von Achim Endenbach und Joachim Politze. Da ist er eigentlich, das ist eigentlich so sein Motorhome. Ja, keine Ahnung, ob er da jetzt noch aktiv ist, ich weiß das jetzt nicht so ganz genau, aber auf alle Fälle ein sehr, sehr genügsamer, ruhiger Fahrer, der einfach zu allen Rennen da ist und seine Runden dreht. Also sehr, sehr angenehm für jeden, der irgendwo Rennen organisiert. Dominik Smoll, ein bisschen enttäuscht momentan noch, Platz 13, Platz 12 für Ulrich Windmöller. Dann Markus Farnhold hier auf der 10. Nee, das ist jetzt der Patrick Flüglisthaler. Den habe ich nämlich übersehen. Genau, der ist nämlich auf der 11. Auf der 10 ist jetzt hier der Markus Markus Farnhold. Robin Hasse, unser Neuling, unser Neuzugang auf Position 9. Jan Baskenes auf der 8. Dennis Erner Platz 7. Platz 6 für Edgar Ostermann, der ja noch nie so wirklich irgendwie Performance im Quali gezeigt hat. Er richtet sich halt aufs Rennen aus. Stefan Auenstein auf der 5. Auf der 4 Danny Volkert, auf der 3 Jens Purkott. Also gar nicht mal so schlecht, der Herr Purkott. Robin Frischkopf nach wie vor Zweiter mit 6 Zehnteln Rückstand. Also auch der hat seine erste Runde noch nicht wieder verbessern können. Genauso wenig wie Kevin Flitsch. Aber Kevin Flitsch muss da auch nichts mehr verbessern. Also das dürfte sehr, sehr schwer werden für Robin Frischkopf, hier noch was zu reißen. Zumal der Robin dann auch noch mal eine halbe Sekunde Vorsprung hat auf den Jens Purkott. Und der wiederum eine halbe Sekunde auf Danny Volkert. Also die ersten drei hier doch ziemlich weit weg von dem Rest des Feldes, wobei das bei dieser Strecke vielleicht gar nicht so weit ist. So, jetzt gucken wir mal, was Frischkopf hier macht. Eine 7 ist es auf alle Fälle. Nee, es ist keine 7, es ist ganz knapp eine 2,8. Also da geht nichts. Gucken wir mal zu Jens Purkott, ob der jetzt noch was reißen kann hier. Wir müssen ja dann erstmal nachfragen, ob der Kevin überhaupt die richtige HDV hat. Kleiner Insider. Nein, nein, der hat nicht gescheatet oder sowas. Nee, nee, das war ein Versehen vom Amt. Der hat einfach eine falsche Physik bekommen in sein Auto. Also das war ein hausgemachtes Leid, da konnte der Fahrer gar nichts dazu. War ein sehr spannendes Rennen übrigens. So, mein lieber Alex Rambo, falls du da irgendwo
in den Weiten des Internets hier zuschaust, dann, ja, dann komm doch einfach mal hier zu mir her und wir machen das hier heute Abend zusammen und dann hast du schon mal den besten Einblick, wie das dann am Donnerstag in 2 Wochen oder heute in 2 Wochen hier abgeht. Genau. Schade, dass du diese Strecke nicht mitgefahren bist. Upsala. So, so, Herr Purkott. So geht's also auch. Need for Speed mäßig hier an der Bande anlehnen. Simrise TV is watching you. Wir sehen alles. Alles. Ja, schön wär's. Gucken wir mal, Danny Volkert hier im Porsche. Bin ja mal ganz glücklich, wenn ich mal einen sehe. Irgendwie werden die Fahrzeuge ja immer unbeliebter. Zumindest im Simracing. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Danny hier reißt. Ja, gehen wir mal ins Cockpit, um mal ein bisschen zu gucken, was hier geht und was nicht. Eigentlich müsste der Porsche hier sogar noch einen kleinen Vorteil haben, weil ich glaube, das kürzeste Auto hier, also den kürzesten Radstand. Jawohl, bei den Bodenwellen ist es vielleicht gar nicht so gut. So, schauen wir mal. Sieht das alles ganz toll aus. So, was habe ich gesagt? Ich habe es verpasst. Robin Frischkopf fährt auf die Pole mit 1/1000stel Vorsprung. Ey Leute, ihr seid doch bekloppt, seid ihr doch. Aber man, ernsthaft. Und Jens Burkhardt auf Platz 3 ist 1,162 Sekunden hinter diesen beiden. Starten die jetzt aus nebeneinander oder... 1/1000stel. Das ist doch nicht euer Ernst. Über 6 Kilometer lang die Strecke und dann 1/1000stel. Bei so vielen Fehlerquellen. So, wollen wir mal gucken, was der Danny hier... Nee, das wird auch nichts. Ach, Ivo. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 der Danny. Der Edgar Ostermann fährt noch auf die 4 vor. Aber immer noch mit 6/10 Rückstand auf Jens Purkott, also auf Platz 3. Wobei Jens Purkott jetzt nochmal eine bessere Runde gefahren ist. Jetzt gehen wir hier zu Kevin Flitsch, der in der Zwischenzeit hier Vorsprung hat. Also mir wäre es ehrlich, Kevin, es ist sympathischer, wenn du mit 1/1000stel Rückstand auf Platz 2 stehst, als hier mit 1/2 Sekunde Vorsprung auf Platz 1, ganz ehrlich. Aber gut, um Sympathie ging es beim Rennenfahren noch nie so wirklich. Jedenfalls nicht unter den Fahrern. Platz 1. 30.000stel. 30.000stel. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob der Robin... Nee, Robin Frischkopf ist nicht mehr konkurrenzfähig. Der hat sich bereits zur Ruhe gebettet in seiner Box und wartet jetzt auf seinen Renneinsatz. Jens Purkott. Ja, gut. Ich traue dem Jens ja wirklich viel zu. Aber nicht, dass er hier noch irgendwas reißt. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, wäre, dass Edgar Ostermann, aber auch der steht in der Box. Also da passiert nichts mehr. Momentan haben wir nur noch 3 Autos auf der Strecke. Das ist einmal der Jens Burkhardt und der kommt jetzt auch in die Box. Also von daher kein
großes Theater mehr. Ja, Danny Volkert wird hier auch nichts mehr reisen. Und was ist mit dem Stefan hier, mit dem Stefan Hauenstein? Ah, okay, der ist jetzt auch in der Box. Oh, der Danny versucht es aber noch. Platz 6. Da ändert sich nichts mehr. So, dem könnte jetzt auch noch irgendeiner sagen, dass das Ganze jetzt hier vorbei ist. Hoppala. Ja, schön zu sehen, dass wir ein Live-Bild haben. Wir haben ja auch schon mal eine halbe Stunde mit dem Flyer moderiert oder eine halbe Stunde ohne Ton moderiert. Alles schon da gewesen. Ja, da unten ist schon Siegerehrung. Habt ihr das gesehen? Genau. Großartig. Ja, da haben sie wahrscheinlich den Maredo Cup gefahren irgendwie oder ausgeritten auf irgendwelchen Kühen und da freuen die sich jetzt. Obwohl, das sieht schon so auch ein bisschen nach Auto aus. Egal. Alle die Ende der 90er, Anfang der 2000er argentinische Staatsanleihen gekauft haben, die werden besonders auf Argentinien stehen. Ansonsten gehen wir jetzt ins Warm-up. Jetzt versuchen wir nochmal die Webseite der Raceday Speed Association.de zu öffnen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nö, der Zugriff auf die Webseite wurde verweigert. Aha. Großartig. Ja, weiß ich jetzt nicht, was da los ist. Vermutlich habe ich zu oft versucht, mich einzuloggen, was viel schlug. Weil wenn man das 10-mal macht, dann ist man bei diesem Webseitensystem gesperrt. Also keine Meisterschaftsstände. Holen wir dann beim nächsten Mal nach. So, liebe Freunde der Nacht. Vielleicht, manchmal ist der Jens ja pfiffig, schickt mir vorher eine Mail. Aber ich befürchte mal, das ist nicht passiert. Nein, ich habe da nichts bekommen. Ja, für die jetzt erst einschalten, wir befinden uns hier in San Luis in Argentinien. Und eine hammerharte Strecke. Oh, vielen Dank an den Patrick. Das ist ja super. Wir haben hier einen Meisterschaftsstand. Und zwar, man höre und staune, Edgar Ostermann führt mit 5 Punkten Vorsprung vor Robin Frischkopf. Ja, der Robin hat in den letzten 2 Rennen nicht ganz so abgeschnitten, wie man das von ihm kennt. Ja, und schon hat Meister Ostermann die Chance genutzt. Und durch seine Konstanz hier die Führung in der Meisterschaft übernommen. Das bedeutet aber auch, dass er zusätzliches Gewicht hat. Kevin Flitsch auf Platz 3 mit 134 Punkten. Und Jens Purkott mit 126, Stefan Hauenstein 122 Punkte, Danny Volkert 120 Punkte, Dennis Erner 115, Dominik Smoll
92, Micha Gehrig 88 und Jan Baskenes 77 Punkte. Und das sind die Top 10 in hier in dieser Meisterschaft. Auf die kommt es eigentlich an. Und wenn wir uns das so anschauen, also die ersten 5, 6, ja 7. Also Platz 7 bis zur Führung, das sind man gerade 32 Punkte. Und da geht etliches, da geht etliches. Schnellste Rennrunde wird belohnt mit einem Zusatzpunkt, allerdings nur im ersten Rennen, also im Sprintrennen. Und ja, und dann gucken wir mal, was hier heute noch passiert. Für Kevin Flitsch durchaus eine Möglichkeit, hier einen gewaltigen Satz zu machen, vielleicht sogar, ja, also an Jens Purkott ist er sowieso schon vorbei. Wenn der Robin hier jetzt einen dieser beiden Läufe nicht so in die Reihe kriegt und der Kevin das vielleicht konstanter auf guten Positionen nach Hause fährt, dann könnte schon hier einen Wechsel geben. Gespannt bin ich auf Edgar Ostermann, der ja erfahrungsgemäß im Quali, mein Platz 4 ist ja nun wirklich nicht der schlechteste, aber eventuell da noch den ein oder anderen, das ein oder andere noch in Ordnung bringen muss oder mal gucken, wie weit er nach vorne kommt. Er ist ein sehr, sehr guter Starter und meistens gibt es ein, zwei Plätze am Start, die er gut machen kann. Wenn er sich dann hier nach vorne arbeiten kann, dann ist er auf alle Fälle gut für einen Sieg. Und wir werden mal schauen, vielleicht dreht das ja auch wieder so, dass er zum zweiten Rennen dann vorne steht. Da werden die ersten 10 in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Also die ersten 10 des ersten Laufes starten dann in umgekehrter Startreihenfolge. Ja, und dann werden wir mal gucken. So. Ah, lustig, hier vom Server aus kann ich das gucken. Das ist ja mal spannend. Ja. So, jetzt gucken wir mal noch in die Strafgewichte. Ich hoffe, ich kann das hier lesen. Wenn nicht, also falls jetzt im Stream ein bisschen ruckelt, bitte ich das zu entschuldigen. 15 Kilo fährt der Kevin Flitsch, 35 der Edgar Ostermann, 30 Kilo für Stefan Haunstein, 10 Kilo Dennis Erner, 15 Kilo für Robin Frischkopf, 20 Dominik Smoll, 20 Micha Gehrig und 30 Kilo für Jens Purkott. Also von daher ist die Leistung von Jens dann doch ein bisschen höher zu bewerten, dass er mit etwas Rückstand auf die ersten beiden da auf Platz 3 steht, aber grundsätzlich mit 30 Kilo auf Platz 3 fahren, ist schon ziemlich cool, genauso cool wie von Edgar Ostermann, der auf Platz 4 mit 35 Kilo steht. Also das ist dann schon recht ordentlich. So, gucken wir mal, suchen wir uns mal noch ein Auto. Wen auch immer wir da ausgewählt hatten. Ist denn hier überhaupt noch einer auf der Strecke, bevor ich hier alle durchscrolle? Ja, nochmal herzlichen Dank an den Patrick Gabel für die Meisterschaftsstände. So, und wir sind bereits im Rennen, oder wie? Ja, Mensch, das ging ja schnell. So, da laufen unten auch nochmal die Qualifying-Ergebnisse durch. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das hier in aller Ruhe an, weil es gibt natürlich jetzt erst eine Formation Lab. So, und da haben wir natürlich auf Platz 1 den Kevin Flitsch, auf der 2 Robin Frischkopf, auf der 3 Jens Purkott. Platz 4 dann Edgar Ostermann. Dritte Startreihe haben wir mit Danny Volkert und Stefan Haunstein. Da kommt ja der Stefan im Lamborghini. So, und dann haben wir Jan Baskenes auf der 7, beziehungsweise vierte Startreihe zusammen mit Dennis Erner. Neuling Robin Hasse zusammen mit Patrick Flüglisthaler in der fünften Startreihe. Sechste Startreihe, Platz 11 und 12, Markus Farnhold und Micha Beetz.
Platz 13 für Ulrich Windmüller und Michael Bregartner. Arne Bachem und Dominik Smoll. Dominik Smoll und Arne Bachem dann auf 15 und 16. So rum ist es richtig. Auf der 17 Jens Erner und Stefan Hartleib. Und ganz hinten momentan noch Ralf Minwegen. So, der Stefan Hartleib hat dann noch irgendwie eine Runde hingekriegt. Das haben wir da nicht mehr so richtig im Bild gehabt. So, und jetzt gehen wir mal wieder zur Position 1. So, dann sind wir mal gespannt, ob das hier in der ersten Runde alles gut geht. Weil es ist nämlich schon so, dass sie hier auch dafür, für eine Full Course Yellow, eine ganz spezielle Regelung haben. Alle Fahrer befinden sich in einem TeamSpeak-Channel und sind dazu verpflichtet, Push-to-Talk zu aktivieren. Das heißt, keiner darf da irgendwie losquatschen, wie er lustig ist. Und sollte es in der ersten Runde einen schwereren Unfall geben, wo mehrere Fahrzeuge involviert sind, dann ruft der Rennleiter, also Jens Buchert, eine Gelbphase aus. Der Verunfallte muss sich dann am Ende des Feldes wieder einreihen. Und ja, und kurz drauf gibt dann der Rennleiter das auch wieder frei. Also man muss nicht erst über Start und Ziel fahren oder sonst dergleichen Dinge, sondern ja, man kann dann hier... Ah ja, okay. Sorry, ich habe hier gerade was anderes gesehen. Ja, und dann ist das im Prinzip ja eine Full Course Yellow bloß über ein paar hundert Meter, wenn man Glück hat. Kann natürlich auch länger dauern, je nachdem, wie schwer der Unfall war. Und haben wir schon 3-4 Mal erlebt. Ist als Moderator immer ziemlich verwirrend, weil man kriegt natürlich keine Meldungen hin hier. So, aber jetzt starten wir hier in San Luis den ersten Lauf. 20 Minuten Sprintrennen stehen uns bevor. Und ich bin schwer begeistert, weil es wird sicher hammer, hammer geil. Da sind die Ampeln. Und ab geht's. Erstmal sieht das hier alles, hier gab es eine kleine Lücke. Und Ostermann ist bereits auf 2 vorgefahren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ist an Robin Frischkopf, an seinen Meisterschaftskontreiten vorbei. Und da hinten staubt es gewaltig. Wir gucken, ob wir hier irgendwas finden. Aber es sind alle irgendwie durchgekommen. Ich sehe hier jetzt keinen, der... Oh doch, Robin Hasse hat es erwischt. Und zwar richtig bitter. Gucken wir mal ins Replay, ob wir da was sehen können. Hoppala. Nö, der fährt. Oh ja doch. Der wurde hier abgeschossen, ganz klar. Also der hat nichts falsch gemacht. Wir gehen wieder live und gehen an die Spitze. Ja, es ist gelb. Es ist gelb. Es wurde Gelbphase ausgerufen. Das heißt, es erfolgt in Kürze der fliegende Start. Ups, das war die verkehrte Richtung. So, gucken wir mal hier. Ja, das Rennen ist wieder eröffnet. Wir sind auf Platz 1 und alles ist gut. Edgar Ostermann, wie vorhin vermutet, sehr guten Start. 2 Plätze gut gemacht, von 4 auf 2 vorgefahren. Und hat erstmal Robin Frischkopf hinter sich gelassen. Hier jetzt die Lücke, die haben wir aber vorhin schon gesehen, die scheint hier nochmal entstanden zu sein beim Restart. So, wir gehen mal auf Position 2 und schauen uns das mal hier auf dem Cockpit an. Da hinten ist Robin Frischkopf. Und der attackiert hier auch mächtig. Edgar
da muss dann mal 20 Kilo mehr Zusatzgewicht. Und Kevin Flitsch da vorne wird seiner Favoritenrolle momentan ziemlich gerecht. Fährt nämlich der Spitzentruppe hier so ein bisschen davon. Hat da schon gut eine Sekunde Vorsprung, während die anderen alle im Zehntelabstand nebeneinander herfahren. Und ich glaube, wir sollten auf Position 3 gehen. Jens Purkott konnte auf alle Fälle den vierten Platz halten. Oh, Jan Baskenis wird gerade durchgereicht. Den muss es da auch getroffen haben. Wir schauen mal, ob wir das hier irgendwie reinkriegen. Nee, das ist jetzt schon wieder Robin Hasse. Der ist sogar noch einen Platz weiter hinten. Nee, auch da ist er nicht mehr. Jan Baskenis kommt in die Box. Jan Baskenis kommt in die Box, muss hier reparieren. Wir gehen wieder auf die 1. Wir sind live, hoffe ich. Ja, wir sind live. Dann gehen wir auf die 3, auf die 4 zu Jens Burkhardt. Weil der hat natürlich die beiden ganz gut im Blick. Und hier geht es auch so ein bisschen um die Meisterschaft. Also die ersten 4 hier in diesem Rennen sind auch die ersten 4. Zwar nicht genau in dieser Reihenfolge, aber sind auch die ersten 4 der Meisterschaft. Das heißt, das ist hier richtig, richtig spannend. Und es sind ja mit diesen nur noch 3 Rennen in dieser Meisterschaft zu fahren. Da gibt es mächtig Gummi hier, Franken jedenfalls. Edgar Ostermann kann den Robin Buschkopf hier gut hinter sich halten. Ich bin überzeugt, er könnte deutlich schneller fahren als Edgar Ostermann, aber dazu muss er natürlich erstmal vorbeikommen. Hier einfach eine andere Linie, aber jetzt vielleicht passen wir am Ende der Startziel. Jetzt versucht das außen, aber das dürfte nicht werden, oder? Ja, es ist ja eigentlich innen, aber er muss zurückstecken. Die Kurve ist hier zu schnell, um nebeneinander da durchzufahren. Und die anderen Positionen, wir bleiben hier bei diesem Duell, das dürfte das Spannendste sein hier momentan im Feld. Jens Purkott auf 4, 5, Dennis Erner 6, Markus van Holt. Markus van Holt vorgekommen bis auf die 6. Ja, was ein Wahnsinn. 7 Ulrich, Sven Mündmüller, Danny Volkert auf der 8, Dominik Smoll 9, Arne Bachen 10, Jens Erner 11, Micha Pregartner 12, Stefan Hauenstein 13, Stefan Hartleib 14, Robin Hasse auf der 15, Ralf Minwegen 16, 17, Patrick Flüchsesthaler 18, Micha Betz und 19, Jan Baskenis. Einfach mal so schnell durchgelesen. So, und jetzt, wo ist mir der Ostermann hingekommen? Ja, jetzt habe ich hier gelesen und natürlich wieder irgendwas verpasst bei der ganzen Geschichte. Wo ist er? So, jetzt müssen wir gucken. Hier sehen wir es. Upsala. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der... Oh ja, der wurde abgeschossen vom Robin Frischkopf. Obwohl er das Auto eigentlich jetzt hier erst auf dem Körper verliert, aber... Böser Unfall hier. Oh, jetzt steht er hier so bescheiden und kriegt hier natürlich noch eine mit. Ja. So, wir sind wieder live. Ich vermute mal, er muss reparieren. Wer sich jetzt wundert, das Auto, das dürfte jetzt überhaupt nicht mehr fahren, da habt ihr völlig recht. Wir haben aber im Simracing einen riesengroßen Vorteil, dass bei uns hier keiner zu Schaden kommt. Die Autos können natürlich kaputt gehen, aber man kann das abstellen. Das heißt, es ist nicht komplett abgestellt, aber es ist, die Schadensanfälligkeit ist sehr gering hier eingestellt, weil es in erster Linie um den Spaß gibt. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen drüber, ob das toll ist oder nicht. Die Fahrer hier finden es toll, deswegen fahren sie hier. Und die, die das nicht toll finden, die fahren hier eben nicht. Und so einfach ist das. So. Kevin Flitsch raus. Meine Fresse, was ist dem denn jetzt wieder passiert? Hier passiert ein Ding nach dem anderen.
Kann mir mal einer schreiben, was mit dem Kevin passiert ist? Dadurch natürlich jetzt hier eine ganz spannende Wendung. Na, das sieht mir aber sehr nach Disconnect aus. Hier fährt er noch. Ja, das würde ich mal sagen, ist ein Disconnect. Und zwar ein ziemlich klassischer. Eieieiei. So, wir sind wieder live. Ei, was wird der sich ärgern? Ja gut. Freie Bahn für Robin Frischkopf, Edgar Ostermann nur auf Platz 12. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob er noch weiter fährt, weiterfahren kann. Das Lenkrad steht zumindest noch gerade. Dann wird er auf alle Fälle versuchen, jetzt irgendwie auf den 10., 9., 8. Platz ins Ziel zu kommen, um daher im zweiten Lauf die Pole zu haben. Da geht er vorbei. Ja, Jens Burkott jetzt natürlich auch sehr glücklich mit auf den zweiten Platz vorgekommen. Durch den Unfall von Ostermann. Wobei ich natürlich sagen muss, also es ist nicht 100% die Schuld von Robin Frischkopf aus meiner Sicht. Das ist aber meine ganz persönliche Sicht. Er hat ihn angestupst, er hat dadurch den Rhythmus verloren, ist zu doll dann über den Körper gekommen. Also es ist schon eine Folge dieses Anschubsers. Also ich habe keine Ahnung, wie die Rennkommission oder die Stewards das dann bewerten. Im Nachhinein, im After Race, gibt es dann hier natürlich noch Strafen. Es ist aber auch ganz klar, auf so einer solchen Strecke muss man mit solchen Vorfällen rechnen. So, jetzt gehen wir mal hier. Wo ist denn hier noch ein bisschen was los? Bei Platz 10 bei Arne Bachem. Da ist Edgar Ostermann jetzt gerade vorbei. Robin Haase ist auch wieder zurück auf die 11. Und den sollten wir uns doch jetzt mal zu Gemüte führen. Weil der Robin hier mit einer Wildcard unterwegs ist. Der muss natürlich den Edgar Ostermann in Ruhe lassen. Zumal er weiß, wie es ist. Es schadet ihm aber auch nichts. Oder Edgar Ostermann muss sich da auch keinen Kopf machen, wenn Robin Haase vorbeigeht. Er ist nicht in der Wertung, der Robin. Oh, die Hälfte des Sprintrennens haben wir natürlich schon hinter uns. 49 jetzt. Fahren. Dürfen noch so knappe 5 Runden sein. Aber spannend zu sehen, der Robin fährt eine ganz andere Linie, ist aber auch nicht langsamer. So ist der Edgar nicht schneller. So, und da hinten dran hängt auch noch der Patrick Fliegesthaler. Das ist jetzt das wirklich Knappste, was wir hier momentan auf der Strecke haben. Und der Kevin wird sich ärgern. Oh, was wird der Kevin sich ärgern? Ach herrje, ich habe hier von Jens die ganzen Sachen hier geschrieben bekommen. Im Teamspeak sehe ich jetzt eben erst. Aber gut. Wir haben es ja hingekriegt. Ja, danke an Patrick Gabe auch und witzigerweise habe ich es ja auf dem Server, kann ich also mein lieber Jens, entsperr mich mal wieder auf deiner Webseite. Oh, hier haben wir das gesehen, der Robin hier auch über den Curb, da hebt der Porsche die Beinchen, aber richtig. Also das sind hier wirklich tolle Bilder.
Ja, vorne ist alles soweit. Ja, sind die Positionen bezogen. Wenn da keiner mehr einen Fehler macht, dann fahren die so sauber nach Hause. 4 Sekunden Vorsprung von Robin Frischkopf auf den zweitplatzierten Jens Burkhardt, der wiederum etwas über drei Sekunden Vorsprung auf Dennis Erner, den drittplatzierten, und der Danny Volkert nochmal 3 Sekunden zurück auf Platz 4. 4 Sekunden dahinter Markus Farnhold, dann wieder 4 Sekunden, ja, knappe 5 auf Ulrich Windmüller, Stefan Hauenstein Platz 7, Jens Erner Platz 8, da ist es auch gerade eng, dann gehen wir mal dahin. Platz 9 für Micha Bregartner, 10, Patrick Füblichsthaler, 11, Edgar Ostermann, Robin Hasse auf der 12, 13, Micha Beetz, 14, Ralf Minwegen, Stefan Hartleib auf der 15, Dominik Smoll auf der 16, Anne Bachheim auf der 17, Jan Vispaskenis und Kevin Flitsch sind leider draußen. Hey, der Jan ist disqualifiziert worden. Ich weiß es nicht so wirklich warum. Irgendwie hat er wahrscheinlich eine Strafe bekommen, als er im Abflug. Das passiert schon mal in R-Faktor. So, jetzt wird es aber spannend. Oh ne, so spannend ist das jetzt hier nicht mehr, weil gehen wir mal wieder zu Robin Hasse. Der ist nämlich nach wie vor an Edgar Ostermann dran. Und das wäre natürlich ganz bitter, wenn der Robin dem Edgar noch den 10. Platz wegnimmt. Also vielleicht macht er das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber na klar, als Wildcard. Und ich weiß auch nicht, ob er dann wäre er auf dem 10., wie das dann gewertet wird. Also das ist natürlich eine schwere... Ich denke mal, das ist im Vorfeld entschieden worden, ob der überhaupt in irgendeine Wertung fällt oder ob der Robin Hasse hier, hier greift er aber voll an, und da muss man auch ganz klar sagen, auch als Wildcard möchte man hier irgendwie Rennen fahren, und bisher hat er alles richtig gemacht. Er hat nichts getan, was den Edgar irgendwie in Bedrängnis bringen würde. Im Gegenteil, Edgar bringt sich hier selber in Bedrängnis und verliert den 10. Platz. Robin Hasse geht vorbei. Völlig aus eigener Schuld. Natürlich, sein Auto ist krumm. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das ist definitiv so. Also geht das Auto von Edgar Ostermann. Das kann auch gar nicht anders sein nach dem Abflug, den er da hingelegt hat. Ersten Überschlag mit doppelten oder dreifachen, dann nach einer voll ihm reingefahren. Ich denke mal, der Robin hat hier keine Mühe, den Edgar erstmal, ja, sich so viel Luft zu verschaffen, dass das hier keine Probleme gibt. Und Patrick Füblichsthaler ist auch vor bis auf die 9. Wer verflixt ist denn dazu? Ach, der Arne. Okay, der Arne ist jetzt auf 17. Ich meine, der war ja da noch irgendwie da vorne gewesen. So, jetzt gucken wir nochmal zu Jens Erner hin. Der versucht sich nämlich hier irgendwie, oder beißt sich mehr oder weniger die Zähne aus an Ulrich Windmüller, hier vorne im roten Ferrari, der interessanterweise richtig gut weit nach vorne gekommen ist und noch, ja, bisher noch nicht so in auffällig geworden ist. Und hier diese Strecke, die scheint ihm zu liegen. Das ist natürlich spannend, weil ich weiß nicht, was man an sich haben muss, um eine solche Strecke wirklich gut zu finden. Ich meine, sie finden sie alle irgendwie gut, weil es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Aber es gibt ja schon noch deutlich mehr Strecken, die einem dann auch noch richtig Spaß machen. Ja gut, stimmt. Macht auch Spaß, die Strecke. Ja, und der Jens Erner findet hier momentan keinen wirklichen Weg in Richtung Ulrich Windmüller. Wolfgang Neisel vermisse ich hier heute so ein bisschen. Oh, Mensch.
Ja, jetzt war der Kevin hier, das habe ich nicht gesehen. Ja, also falls der Kevin noch zuschaut, dann komm mal runter. Wir haben noch eine Minute 53, dann kannst du dem Robin gratulieren hier zu deinem Sieg. Komm einfach rein. Ich kann hier eh keinen ziehen. So, jetzt ist er aber dran. Eine Minute 33 vor Schluss. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist der Erste. Oh, der kommt nochmal über Start und Ziel. Da gibt es noch eine Runde. Junge, 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 das geht hier zur Sache. Also wie gewohnt, auch wenn es heute nicht über das gesamte Feld so spannend war, dadurch, dass die sich vorne da gleich alle ein bisschen zerdröselt haben, beziehungsweise ausgefallen sind. Edgar Ostermann auf der 11 nach wie vor. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der nachher den 10. Platz bekommt oder nicht. Normalerweise, wenn man als Wildcard fährt, fährt man auf der Position, auf der man fährt. Man bekommt nur nicht die Wertung. Jetzt ist es natürlich für Edgar Ostermann wäre es extrem ärgerlich, weil er natürlich um die Meisterschaft fährt. Und ja, das müssen wir dann mal schauen. Ja, jetzt hat das Klaue verspielt. Genau, jetzt wird er auch noch überrundet. Nämlich, nee, gar nicht, überholt von Patrick Füglisthaler. Der versucht hier, der holt sich hier noch ein hammergeiles Teamergebnis für X-Ray Swiss. So, wir gehen jetzt vor zum... Oh, Edgar Ostermann, was macht denn der da? Also das war jetzt eine Aktion. Sorry, Leute. Wir gehen mal schnell zum Führenden, dass wir den ziehen. Ah, der Kevin ist da. Mensch, Kevin. Hallo. Ja, sag doch was. Mensch, ich gucke hier nicht immer auf den Teamspeak. Der ist bei mir im Hintergrund. Kevin, ja, wir sagen Scheiße. Jetzt sagen wir erstmal ganz schön. Oder sag du. Nee, halt, der hat ja noch eine Runde, oder? Oder ist er? Nee, der ist ja noch gar nicht über Start und Ziel. Hat er noch. Ich sehe das gar nicht. Ja, doch. Der ist noch. Der ist ja gerade mal im zweiten Sektor. Mitte des zweiten Sektors. ja, Kevin, das war wohl ein Disconnect, oder? Ich weiß auch nicht. Also in Teamspeak hat irgendjemand angefangen zu reden und auf einmal hat sich bei mir alles aufgehängt. Ich habe die Stimme dann nur noch so gehört. Ja, dann war es ein Disconnect, weil Teamspeak ist da unempfindlicher und R-Faktor reagiert sofort, wenn bei dir was nicht hinhaut. Und ja, meine Güte, weil man hat es auch klar gesehen. Also du bist da, hast da an der Mauer gestanden und ein bisschen rumgezittert und dann warst du in der Box. Also klassischer Disconnect. Würde ich jetzt aber auch nicht so wirklich trösten, ne? Nee, nicht wirklich. Also wenn's mal gut läuft, dann hat man berichtet. Ja. Mann. Naja, zweiter Lauf, fällt von hinten. Ja, also... Bisschen aufmischen und dann... Ja, mal gucken, wie weit du vorkommst. Aber für die Meisterschaft wäre es schon geil gewesen. Du hättest echt Anschluss nach ganz vorne haben können heute. Ja, hat nicht sollen sein. Ja, das ist natürlich schön, wenn du das so siehst. So, jetzt sollte hier Robin Frischkopf gleich über Start und Ziel kommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag's mal, ich spar dir das. So, Platz 2 für Jens Puckert, der freut sich natürlich. Und Platz 3 für Dennis Erner. Das sind die ersten drei. Dann geht's weiter mit 4 Danny Volkert, 5 Markus Farnhold. Sehr geiles Ergebnis für den Markus. 6 Stefan Hauenstein, 7 Patrick Flügelstaler. Auch hammergeil, wie der jetzt in den letzten drei Runden noch nach vorne gekommen ist. Der ist auch noch an dem Ulrich Windmöller vorbei. Der ist nämlich auf 8. Jens Erner auf 9. Edgar Ostermann auf 10. Platz 11 für Robin Hasse. Platz 12 für Micha Pitz. 13 Ralf Minwegen. 14 Micha Pregartner. Stefan Hartleib auf der 15. 16 für Dominik Smoll. Und ausgefallen Arne Bachen. Ja,
Dann der hier, der gerade bei mir im Stream ist. Ich will es gar nicht so laut sagen. Ja, Kevin Flitsch durch ein Disconnect, bei Arne weiß ich es nicht. Und der Jan Baskenes, hast du da mitgekriegt? Also er hatte einen Unfall und dann ist er disqualifiziert worden. Wahrscheinlich eine Strafe nicht abgesessen oder irgend sowas. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe nur nach vorne geschaut, ich habe auf keine Abstände geschaut. Ich wollte einfach nur mein Rennen durchfahren und dann kommt so ein Piep. Ja, ja. Au, oh, wie bitter. Wie bitter, wie bitter, wie bitter. Also, das erstmal das Ergebnis vom ersten Lauf. Und, ja, mein Gott, was soll man sagen? Also, Kevin, jetzt haben wir ja nur noch ein bisschen Zeit, bis hier was passiert. Ich meine, du musst dich jetzt auch gleich wieder vorbereiten, das ist schon richtig, aber im Großen und Ganzen, ich meine, das Ding war doch echt sicher für dich, oder nicht? Also ich meine, du hast direkt am Start sofort dich absetzen können, nach dem Restart auch und also lief doch alles bestens, oder? Ja, so sehe ich das auch. Ich hatte auch viel Spaß beim Fahren und die Strecke, die liegt mir irgendwie, die macht auch richtig Laune. Und jetzt habe ich halt probiert, nach dem Start und dann nach der Gelbphase einfach nur vorne wegzufahren, gar nicht nach hinten zu schauen in den Rückspiegel, gar nicht auf die Zeiten zu gucken, sondern nur mein Rennen durchzufahren, damit ich auch mal wieder einen ordentlichen Platz belege. Ja. Naja. Ja gut, dann drücken wir dir mal ganz doll die Daumen dafür, dass du im zweiten Lauf dann ordentlich nach vorne kommst. Hat mir schon ein bisschen leid getan, weil das natürlich auch vorne dazu geführt hat, dann noch der Unfall von Edgar Ostermann dazu geführt hat, dass ja da vorne die Spannung aus war. Das war alles klar. Der Robin fährt vorne weg. Der Jens hatte 4-5 Sekunden Vorsprung auf Platz 3. Der wiederum 4-5. So ging das durch bis eigentlich bis Platz 7, Platz 8. Und da war eigentlich ja so ein bisschen die Luft raus. Aber jetzt greifst du an von hinten. Werde ich haben, auf jeden Fall versuchen. Alles klar, mein Lieber. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Geh dich vorbereiten. Ihr seid bereits im... Nee, seid ihr schon im Warm-up? Nee, im Training noch, aber es wird wahrscheinlich gleich umgeschaltet. Ja. Alles klar. Dann wünsche ich den Zuschauern noch viel Spaß. Ja, und dir viel Glück. Genau. Also, wir gehen mal wieder auf die Strecke. Noch sind wir hier nicht im Warm-up, da gibt es jetzt nochmal 5 Minuten zum Einfahren, denn jetzt fährt man schon mit einem anderen Setup, jetzt wird weitergeschaltet. Genau, da sind wir angekommen und ja, also wenn man das so ja für sich... Ja, wie soll man sagen? Also wenn man sich das so anschaut, wir werden jetzt die Startaufstellung erleben in umgekehrter Reihenfolge zum Ergebnis. Die ersten 10 stehen umgekehrt. Das würde bedeuten, Edgar Ostermann steht auf 1, Jens Erner auf 2, Ulrich Windmöller auf der 3, Patrick Flüglisthaler auf der 4, Stefan Hauenstein Platz 5, dann Markus Farnold startet von 6, von 7 Danny Volkert, von 8 Dennis Erner, Jens Puckert steht auf 9 und Robin Frischkopf auf der 10. Und wirklich der schnellste heute Abend ist ganz klar der Kevin Flitsch, der startet jetzt von der vorletzten Position, weil Jan Baskene steht ganz hinten, weil er ja im ersten Lauf disqualifiziert wurde. Das passiert immer dann, wenn man, was weiß ich, ja, bei einem Unfall irgendwo cuttet, dann gibt es schon die Möglichkeit, dass das Spiel irgendwie bestraft. Und wenn man das dann nicht sofort mitbekommt, und weil er ist auch in der dritten Runde ausgefallen, dann kann es natürlich sein, dass er hier irgendwie... ja, die Strafe übersehen hat und dadurch disqualifiziert wurde. Oder er ist irgendwo zu weit rückwärts gefahren, was weiß ich. Also es gibt diverse Gründe, warum man hier vom Spiel, also man wird nicht von irgendeinem menschlichen Steward hier disqualifiziert, sondern das macht die Simulation von sich aus. So,
Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das hier in Kürze weitergeht. Ist jemand auf der Strecke? Nee, ich sehe hier noch nichts. Ich versuche mich jetzt aber mal neu zu verbinden. Vielleicht passiert da ja was. Es passiert was. Und da sind auch Fahrzeuge auf der Strecke. Genau, der Stefan Hauenstein nämlich. Er nutzt die Zeit. Vielleicht hat er auch noch einen unverbrauchten Reifensatz gehabt, den er noch anfahren möchte. Man weiß es nicht. Ah ja, okay. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Überlegung wert. Wird aber ganz sicher bestraft. Das heißt, da gibt es eine Drive-Thru oder ja, die Runde nicht gewertet, irgendwas passiert da. Auf alle Fälle ist auch der Jan wieder mit dabei. Ja, drücken wir dem Kevin mal die Daumen. Zeitete Runde hat, glaube ich, bisher niemand. Es ist aber Edgar Ostermann auf einer gezeiteten Runde, jetzt mit einem reparierten Fahrzeug. Mal hoffen, dass es so bleibt. Hammer trifft hier. Jetzt lässt das aber krachen. Und hier ist es definitiv so, im zweiten Lauf ist es nicht nur das schnelle Fahren, was entscheidet, sondern natürlich auch ein bisschen Strategie. Wann kommt man in die Box? Das passiert so, die ersten kommen so eine Viertelstunde vor Schluss. Die letzten lassen sich Zeit bis 8-9 Minuten vor Schluss. Und je nachdem, wie die Reifen mitspielen, es gibt Fahrer, die wechseln Reifen, es gibt Fahrer, die wechseln keine Reifen, also es ist ganz unterschiedlich, die meisten wechseln keine. Ja, man könnte sogar durchfahren, wenn man es schafft, also es ist kein, man muss keinen Service machen hier. Aber, ja, und wie ihr seht, Simrace TV steht auf Platz 1, so wie sich das gehört. Mach mal bitte einen Screenshot. So, der Herr Ostermann ist wenigstens noch so höflich und kommt jetzt auch in die Box, also fährt die Runde nicht zu Ende. Okay, jetzt stehen wir auf. Jetzt stehen wir auf der letzten Position. Ach, ich bin auf der vorletzten. Ich bin schwer enttäuscht. So, natürlich gibt es jetzt keine Qualifying-Ergebnisse.
So, aber Edgar Ostermann ist noch nicht in der Startaufstellung, der hat nur noch 3 Sekunden Zeit, da ist er. Oh wow, das war aber echt auf den letzten Drücker. So, Startaufstellung. Edgar Ostermann startet vor Jens Erder in, aus der ersten Startreihe. Startreihe 2 für Ulrich Windmüller. Nochmal Restart Race, wahrscheinlich hat da irgendeiner geschnarcht. So, da ist er. So, also, das Ganze nochmal von vorne, wollen wir hoffen, dass es jetzt durchläuft. Erste Startreihe für Ostermann und Erner, Jens Erner. Platz 3 für Ulrich Windmüller zusammen mit Patrick Flüglisthaler in der zweiten Startreihe. Dritte Startreihe für Stefan Hauenstein und Markus Farnhold. Dann die vierte Startreihe mit Danny Volkert und Dennis Erner. Fünfte Startreihe für Jens Purkott und dem Sieger des ersten Laufs, Robin Frischkopf. So, dann geht es weiter, so wie die im ersten Lauf ins Ziel gekommen sind. Oh, Robin Hasse nicht in der... Eieiei, Robin Hasse nicht gestartet. Wenn er noch starten will, muss er das jetzt aus der Box tun. Micha Betz auf der 12. Auf der 13 Ralf Minwegen. Auf der 14 Micha Bregartner. Platz 15 Stefan Hartleib. Platz 16 Dominik Smoll. Platz 17 Arne Bachem. Platz 18 Kevin Flitsch. Und Platz 19, jetzt noch 20, Jan Baskenes. Mal hoffen, dass der Jan hier vielleicht auch mal wieder ein paar Pünktchen einfährt. Er hat mir eine ziemlich lange Nachricht geschrieben, weswegen es bei ihm diese Saison nicht so gut läuft. Das waren gar nicht mal so negative Gründe, wie ich fand, aber verständliche Gründe. Das wollen wir hier nicht näher ausführen, das ist privat. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit danke für diese ausführliche Mail. Und sorry, dass ich da jetzt im Einzelnen noch nicht geantwortet habe. Ich denke mal, für Ulrich Windmüller ist das auch eine der besten Positionen, Startpositionen, die er hier hatte. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich kann mich nicht entsinnen, ihn schon mal so weit vorne gehabt zu haben. Ja, drücken wir ihm mal die Daumen. Sollte eigentlich jetzt in Kürze losgehen. Genau, das tut es jetzt. Jetzt stehen alle. Es sollten jetzt die Ampeln kommen. Das tun sie auch. Da sind sie. Und jetzt geht's los. Und Ostermann wieder mit einem sehr, sehr guten Start. Hier sieht auch alles momentan gut aus. Da gibt es zwar mächtig viel Staub, aber... Fantastisch aus. Alle gut durchgekommen. Kevin Flitsch vorgefahren bis auf die Position 12. Und Windmüller ist Zweiter. Ulrich Windmüller ist vorbeigegangen an Jens Erner. Also entweder hat der neue Controller-Technik, neues Lenkrad oder weiß der Fuchs was. Also bei dem ist hier richtig der Knoten geplatzt.
Jens Erner auf der 3, Patrick Büchsthaler auf der 4, Stefan Hauenstein, dann hier ganz dicht hintereinander Markus Farnold und Dennis Erner, Danny Volkert auf der 8, Platz 9 für Jens Burkott und Platz 10 für Robin Frischkopf. Die beiden sind genau da, wo sie auch gestartet sind, also da hat sich noch gar nichts getan. Micha Betz auf der 11. Auf der 12 Kevin Flitsch. 13 Dominik Small. 14 Stefan Hartleib. 15 Jan Paskenes. 16 Arne Bachem. 17 Michael Bregartner. 18 Ralf Minwegen. Und der Robin Hasse hat sich wohl dafür entschieden, nicht weiterzufahren. So. Ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass der Kevin richtig nach vorne fährt und das Rennen gewinnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bezweifle zwar, dass er das schafft, aber wir haben 40 Minuten, da kann jede Menge passieren. Und ja, also zu gönnen wäre es ihm auf alle Fälle. So, wir gucken mal direkt hin zu ihm, weil da dürfte es natürlich hier die meisten Überholmanöver geben. Also der dürfte relativ zügig. Momentan legt er sich hier gerade den Micha Betz zurecht. Oh, da geht es hier heftig über die Curbs. Das müsste, ja, ich bin mir nicht sicher, Robin Frischkopf gewesen sein, der da so ein bisschen quer kam. Und jetzt kommt hier der Angriff. Ja, und da lässt man ihn auch durch. Also das ist jetzt nicht unbedingt im Sinne des Rennsports, aber es ist natürlich sehr, sehr fair, weil man weiß, man kann den Jungen eh nicht halten, der ist eh viel, viel schneller. Und um gefährliche Situationen auf dieser eh schon gefährlichen Strecke zu vermeiden, sagt man sich dann lieber, nee, komm, lass den fahren. Sehr kluge Entscheidung von Micha Betz. So, und jetzt geht's hier direkt weiter. Robin Frischkopf versucht sich hier gegen Jens Burkott durchzusetzen. Das ist aber noch nicht so wirklich gelungen. Wir schauen uns das mal hier aus dem Cockpit an. Oh, da muss er das Auto ganz doll zusammenbremsen. Dann stupst er ihn auch an. Eieiei. Aber ich glaube, da war jetzt wirklich... Da ist einfach nur der Bremsweg ausgegangen. Wahnsinn, was für Bilder. Da passt doch jetzt kein Briefumschlag mehr dazwischen. Ja, so sieht Rennenfahren in der Race Day Speed Association aus. Irgendjemand... Hä, nee, das kann ja nicht sein, wir sind im Rennen. Irgendwie gab es hier gerade einen kleinen Aussetzer. Und hoffen, dass hier alles in Ordnung ist. So, Kevin Flitsch ist dran an Danny Volkert. Da vorne ist eigentlich alles im grünen Bereich. Edgar Ostermann leider schon, ja, sorry, wenn ich das so sage, 4 Sekunden Vorsprung. Nicht jetzt dem Edgar was Böses zu wollen, sondern ja, für den Kevin wird es halt dann schwer gehen, wenn er dann tatsächlich da bis hinkommt, bis zum Patrick Flügelsthaler, der sich nach wie vor noch sehr grandios vor in Ulrich Windmüller hält, der ja auch an Ulrich Windmüller vorbeigegangen sein muss. Allerdings ist der auch sehr knapp dahinter und Stefan Hauenstein fällt zurück. Stefan Hauenstein, habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Da ist er auf der 14. Jetzt gucken wir nochmal hier. Hier dreht er sich weg. Da konnte keiner was dafür. Da ist doch tierisch Glück gehabt, dass hier nicht mehr passiert ist. Abseits der Ideallinie geblieben. So, und hier tut sich gerade jede Menge. Ulrich Windmüller jetzt einen Platz verloren gegen Markus Farnold. Also der Markus fährt hier wirklich unglaublich. Aber hier tobt das Leben. Guckt euch das an.
So, Kevin Flitsch. Nein, 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 nein. Es sollte nicht sein. Wir gucken uns das hier im Replay an. Hier kommt er über den Curve und ist es dann hier beim Anbremsen? Ne, das ist nochmal alles gut gegangen. Hier lässt er die Schikane aus. Da hat er sich in der Schikane verbremst. Steht da Gott sei Dank an der Stelle, wo es nicht so wahnsinnig wehtut, aber verliert natürlich sofort massiv Plätze, weil da der ganze Pulk hinter ihm war. Wir sind wieder live. Robin Hase ist ja doch dabei. Wo kommt denn der auf einmal her? Nee. Hi Kevin. Oh, hast du aufgegeben oder was? Nee, ich hab schon wieder ein Disconnect, ja. Das war ein Disconnect? Ja. Weil du bist da gerade durch die Schikane durchgefahren und hast dich dann gedreht. Ich hatte Disconnect, bei mir ging nichts mehr. Er fragt so. Irgendwie. Okay. Oh nee, das ist jetzt nicht wahr. Ja gut, dann können wir jetzt auch dem Edgar die Daumen drücken. Weil, wie gesagt, ich hatte eben dummerweise gesagt, schade, leider führt er schon mit 4 oder 5 Sekunden Vorsprung, weil das meinte ich natürlich auf dich bezogen, dass du, wenn du bis zum zweiten kommen solltest, dann natürlich eine riesen Lücke zuzufahren hättest und das wäre wahrscheinlich gegen Edgar nicht mehr möglich gewesen, aber egal. Ja, ja. Jetzt bist du ja hier und auch nicht schlecht. So, du siehst allerdings keine Bilder, das ist richtig. Sehr, sehr schade, weil hier brennt natürlich die Luft und zwar in einer Art und Weise, wie ich das hier selbst hier relativ selten sehe, weil das ist ein riesen Pulk. Also die sind im Prinzip von Platz 3 bis Platz 10, 11. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wo der Robin Hasse auf Platz 11 herkommt. Da fährt eigentlich der Dominik Smoll. Vielleicht ist hier irgendwie nur mein Timing hier durcheinander geraten. Ich verbinde mich mal neu. Ja, jetzt ist wieder alles richtig. Gut. Ja, wie gesagt, also die sind hier alle unglaublich eng beieinander, bis Platz 13. Also sind die eigentlich innerhalb von 10 Sekunden. Das ist irre. Wow, und da fliegt... Windmüller. Wer ist das hier noch? Bregartner. So, hier... Porsche ist da, glaube ich, abgeflogen. Ja, ja. Der Ralf Volkert. Nee, Danny Volkert ist abgeflogen. Da ist Windmüller reingefahren. Kommt hier mitten auf der Strecke zum Stehen und dann fährt da noch einer rein. Den konnte ich so schnell irgendwas Blau-Weißes. Eieieiei. Also, boah, böse Geschichte hier. Gibt es eigentlich auch diese gelbe Flagge, diese Gelbphase während des Rennens oder nur in der ersten Runde? Die gibt es nur in der Startrunde. Ja, okay. Also eine ähnliche Aktion hatte ich im Testrennen. Da bin ich auch auf den Korb gekommen und die sind hier richtig, richtig fies. Und ja. Dann geht das Auto nur noch weg und wenn dann einer dahinter herkommt, dann hat er keine Chance mehr. Ja, okay. Vor allem, weil auch viele Kurven hier im Blindflug gehen. Also man sieht erst im Scheitelpunkt überhaupt, was nach der Kurve ist. Und dann ist auch schon zu spät zum Reagieren. Das ist richtig, ja. So, nichtsdestotrotz fährt Patrick Flüglisthaler die schnellste Rennrunde hier im Moment. 5 Sekunden Rückstand auf Edgar Ostermann. So. Und Vielleicht kann er das noch jetzt mitfahren, das wäre nicht schlecht. Ja, es sieht eher nicht danach aus, wenn man sich so die Rundenseiten anguckt. Obwohl, nee, hast du eigentlich recht, er ist 1,6 Sekunden schneller gewesen in der letzten Runde als Ostermann. Was ist dem denn passiert? Sitzt da vielleicht der Frischkopf drin und Flüchtigsthaler fährt im Frischkopfs Auto? Also, unglaublich. Also es ist überhaupt so, auch der Ulrich Windmüller hat hier heute einen extrem guten Job gemacht. Jetzt gut bis zu dem Unfall, also der hat ja teilweise, ist er ja auf Platz 2 gefahren, nach dem Start. Also das ist heute so ein bisschen das Underdog-Rennen. So, und jetzt hier Fehler. Uiuiui, da muss man aber, wenn man so einen Fehler macht, auch Dennis Erner gegen Markus Farnhold. Ja, und Erner setzt sich jetzt hier wieder durch. Aber das sieht nicht so aus, als ob der Farnhold das lustig findet.
der Markus Barnhold, der hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, seitdem er dabei ist. Also den hätte ich nur heute überhaupt wieder unzerrt gehabt hier. Also der ist ja auch schon im ersten Rennen super gut nach vorne gekommen. Da ist er, glaube ich, Sechster geworden oder gar Fünfter. Ja, ich glaube, der ist vom Startplatz 6 gestartet. Jetzt im zweiten. So, jetzt Frischkopf, schnellste Rennrunde, 208.504. Boah, und jetzt hier der Angriff, aber hammergeil gemacht. Fast außenrum. Jetzt soll er sich ein bisschen Windschatten holen, wenn er da vorbei will. Ja, das tut er da noch nicht. Nee, daneben fahren heißt kein Windschatten. Junge. Also, ja. Der Dennis Erner fährt, glaube ich, einen Flügel weniger wie der Markus. Und deshalb hat er jetzt auf der Geraden auch ein bisschen mehr Speed gehabt, der Dennis. Okay. Tauscht ihr euch da so ein bisschen aus über die Setups oder merkt man das einfach? Man merkt, wenn man hinterher fährt, auf jeden Fall, aber wir tauschen uns da auch aus. Also nicht gerade direkt vorm Hauptrennen, aber beim Testrennen, da diskutieren wir miteinander, tauschen mal untereinander aus. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendeiner sein Setup nicht rausrücken will oder so. Ja. So, Robin Frischkopf hat es tatsächlich auf Platz 5 geschafft. Das wird Edgar Ostermann da vorne natürlich mit Grauen sehen. Im Hinblick auf die Meisterschaft. Also ich könnte mir vorstellen, dass er heute die Meisterschaftsführung wieder abgibt. Zumal auch die Geschichte im ersten Rennen, also ich mag sie nicht beurteilen müssen, ganz ehrlich. Zuerst ist er im Prinzip durch Robin Frischkopf zumindest so weit aus der Ruhe gebracht worden, dass er da einen Fehler gemacht hat. Also der Robin hat ihn da angestupst in der Schikane und dann hat er sich eigentlich wieder gefangen gehabt, aber dann direkt am Ausgang der Schikane hat er den Körb blöd erwischt. Also das kann man schon durchaus als Schuld von Robin Frischkopf auslegen. Aber die zweite Geschichte dann am Ende mit dem Robin Hasse, auch wenn er Wildcard-Fahrer war, das war nicht die feine englische Art aus meiner Sicht, aber das muss natürlich auch die Rennkommission beurteilen. Und weißt du, wie das wäre, wenn ein Wildcard-Fahrer jetzt auf Position 10 ist und der Meisterschaftsführende auf 11? Würde der dann auf Pol stehen? Ich denke mal, dass er dann schon da mit einfließt in dieses Drehen von den Ergebnissen, aber er fährt außerhalb der Punkte. Also Punkte kriegt er keine. So hätte ich es wahrscheinlich auch gesehen, wahrscheinlich hat es auch Edgar so gesehen, weil er musste mit aller Macht da noch an dem Robin Hass vorbei, obwohl der ihn erst gerade überholt hatte. Und wie gesagt, an Jens Stelle hätte ich wahrscheinlich Edgar auf 1 gestellt dann im zweiten Rennen, also so gestellt, als wäre er auf 10 ins Ziel gekommen. Weil, wie gesagt, 3 Rennen vor Schluss sollte ein Wildcard-Fahrer jetzt keine Rolle in der Meisterschaft mehr spielen. Aber rein vom Reglement her, vom Normalen her, wäre es ein Platz 11 gewesen. Aber gut, das, wie gesagt, werden wir dann hören, was der Jens da mal vielleicht auf dem Interview da... Oh, Leute! Was war das denn jetzt hier? Farnhold und Frischkopf. Das gucken wir uns hier nochmal an. Farnhold vorbei, macht einen Fehler, Frischkopf geht wieder durch. Jo. Ah, da hat aber Frischkopf mächtig Glück gehabt, also klarer Fehler von Farnhold. Also einfach zu optimistisch. Aber es hat ihn selber getroffen, von daher, ja. Klar, Frischkopf hat ja auch... Na gut, er hat nur 15 Kilo im Auto, aber immerhin. Womit das Auto ein bisschen schwerer, fliegt nicht mehr so leicht ab, ne? Ja. So, Frischkopf dann jetzt bereits auf 4, Purkott auf 5. So, wir haben aber bei Stefan Hauenstein hier einen schönen Zweikampf, so wie es aussieht. Wenn denn mein Timing funktionieren würde, genau, jetzt funktioniert es wieder. Und zwar gegen Jan Baskenis. Genau. Ja.
Uiuiuiuiui, das sollte eigentlich reichen. Es sei denn, Paskenis fährt auch. Nee, Hauenstein kommt vorbei. Ja. Und zwar ziemlich coole Nummer. Und jetzt dreht er sich. Ja, wie bitter. Da hat man einmal sich so ein geiles Manöver rausgefahren. Da folgt die Strafe auf den Fuß, nämlich am Ausgang der Kurve. Ach, es ist wie verhext. So, gucken wir mal noch so ein bisschen. Ja, der Stefan ist dann jetzt an Dominik Smoll dran. Das ist auch momentan das engste. Naja, stimmt nicht ganz. Markus Farnhold ist ja auch zurückgefallen. Jan Baskenis ist vorbei an Farnhold. Also da muss auch noch was gewesen sein, weil Farnhold ist jetzt zurückgefallen bis auf die 9. Ich meine, man sieht ja hier vor lauter Reifenqualm, sieht man hier gar nichts. Also das ist ja wirklich, bei jeder Kurve steigen hier Qualmwolken auf. Das ist unglaublich. Bei fast allen Fahrzeugen. Hast du dir das Setup, Kevin, lag es einfach, war es einfach für dich, das Setup zu erstellen, weil dir die Strecke lag, oder hast du da irgendwie sowieso so eine Art Allrounder-Setup, was du dann immer nur geringfügig anpasst? Also ich habe jetzt das Setup von Laguna Seca als Grundlage genommen, habe die Gänge ein bisschen angepasst und das Bremsverhältnis, und das war's dann eigentlich auch schon. Den Rest habe ich identisch mit Laguna Seca gelassen. Ah, okay. Und viel am Setup mache ich auch eigentlich gar nicht so wirklich. Also ja. Fahrwerkssachen und so, die ich gar nicht verändern. Also das sind alles nur so die Sachen wie Sprit, die Gänge, Bremsverhältnis und Bremsdruck. Ja, dann können ja Ostermann und Frischkopf nur hoffen, dass du nicht die Feinheiten des Setups mal irgendwann erlernst, weil dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr zu halten sein. Ja. Mittlerweile Dennis Erner auf Platz 2, Fuglisthaler ist zurückgefallen bis auf die 4, noch hinter Robin Frischkopf, das könnte aber taktische Gründe gehabt haben, würde ich mal meinen, dass der Teamkollege sagt, nee, komm, fahr du mal vor, weil bei dir geht es um die Meisterschaft, denn jetzt hätte Robin Frischkopf einen dritten und einen ersten Platz und das würde ihn natürlich bei dem 10. Platz von Ostermann wohl in der Meisterschaft, im ersten Lauf in der Meisterschaft wieder nach vorne bringen. So, jetzt hier gibt es hier wieder Hauenstein, ist jetzt an, ja, mindestens vorbei, aber jetzt müssen wir halt mal schauen. Mein Hauenstein ist ja auch so ein bisschen Rookie of the Year. Also, der macht ja echt einen geilen Job hier in den Rennen. Ja, und fährt jetzt auch dem Dominik Smoll so ein bisschen vorbei. Jetzt schon wieder nicht mehr. Boah, diese Rauchwolken, es ist gigantisch. Ja, Dominik, da geht's aber nun mal nicht vorbei. Da bist du immer auf der falschen Seite von der Kurve. Das ist lustig. Ja, ich habe das auch probiert da außen rum, aber das funktioniert nicht ganz. Upsala, und jetzt dreht er ihn. Wartet aber auch. Oh. Ja, nun schieb ihn noch gerade. Okay, ja, das war ein bisschen. Eigentlich beim Anbremsen noch in dem schnellen Stück, bei der in der Zufahrt der Kurve, die schon ein bisschen gekrümmt war, hat er ihn hinten auf der Ecke erwischt und dann gibt es natürlich sofort einen Dreher. So, jetzt kommen beide in die Box. Wir sind 20 Minuten vor Schluss, das ist relativ früh, ne? Ich wäre auch zur Hälfte des Rennens in die Box gegangen. Echt? Ja. Mit Reifenwechsel oder ohne? Mit Reifenwechsel. Reifenwechsel ist ja Pflicht und den Sprit, den lassen wir uns offen. Mann, das muss ich echt irgendwie. Mir war immer so, als ob die keine Reifen wechseln. Jetzt habe ich gut, dass der Robin Hasse nicht mitfährt, weil dem habe ich doch vor dem Rennen gesagt, du, die wechseln alle keine Reifen. Ja, das ist natürlich jetzt ziemlich Fauxpas dafür, dass ich das hier schon anderthalb Jahre mache. Aber gut, jetzt habe ich es verinnerlicht.
Ich sehe hier gerade, der Dennis Erner hat in der letzten Runde 1,5 Sekunden auf den Edgar Ostermann gut gemacht. Ja, stimmt. Letzte Runde 2.098 für Erner und 2.109, ja, 1,1 Sekunden hat er gut gemacht. So, da sind da jetzt doch etliche in der Box. Ja gut, wenn der Reifenwechsel natürlich vorgeschrieben ist, dann... Und Hauenstein hat hier aber jetzt lang gestanden. 43 Sekunden, ist das normal? Ich meine, es gab hier auch Stops mit 22 Sekunden, habe ich hier schon gesehen. Ja gut, es kommt drauf an, wie viel er tankt. Und vielleicht hat er jetzt noch den Schaden reparieren lassen von, von dem Unfall mit dem Dominik gerade. So, oder hat man vergessen, das auszustellen? So, Frischkopf jetzt auf 2. Erner ist jetzt auch in die Box gegangen, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Genau, gerade eben. Frischkopf fährt aber ebenfalls weiter. Und wenn wir uns die Rundenzeiten von Frischkopf angucken gegenüber Ostermann, ja, da sind es fast 2 Sekunden, die der schneller ist. Nee, jetzt nicht mehr. 2.10.4 für Frischkopf, 2.11.1, also knappe 7 Zehntel. Der Ostermann. Oha. Kann das sein, dass ich da einen roten Ferrari brennen sehe? Nee. Der qualmt nur, wahrscheinlich. Ja. Jaja, die Frage ist, warum qualmte der? Wenn man in der Box steht und man lässt den Motor laufen und man hat die Motorkühlung etwas zu niedrig eingestellt, Ja, das überhitzen die Fahrzeuge etwas. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Allerdings, ja gut, kommt es natürlich drauf an, wie lange man da steht. Ja. Ja, das wäre natürlich jetzt hier auch ein sensationelles Teamergebnis für Frischkopf und Flügelisthaler, weil die sind jetzt nämlich direkt hintereinander auf Platz 2 und 3. Und ja, wir werden mal gucken, wie lange die jetzt die nächsten Rundenzeiten zwischen Ostermann fühlt sich alles andere als wohl hier auf der Strecke, weil allein schon bei den besten Rundenzeiten liegen über eine Sekunde zwischen den beiden. So, Frischkopf über eine Sekunde schneller als Ostermann. Aber die Frage ist natürlich, wo kommt Dennis Erner wieder hin, wenn die alle in der Box waren? Momentan fehlen noch Ostermann, Flüglichsthaler war noch nicht drin, Puckert war noch nicht drin, Volkert noch nicht drin, Baskel ist noch nicht drin. Dann Arne Bachem auf 7, der war schon drin. Und Stefan Hartleib auf 8, auch noch nicht. Aber Arne Bachem war schon in der Box und fährt auf 7? Was ist mir denn da entgangen? Hat er sich da unauffällig dahin gefahren? Oder ist die Anzeige hier einfach falsch? Weil Michael Beetz wird mir auch mit 2 Boxenstopps angezeigt. Was ich auch nicht so recht glauben mag. Oh. Hat der hier ein Schiebedach, der Ferrari? Oder warum ist der so hell hier oben drin? Hm. Man weiß es nicht. Panoramadach, ja. Der Robin, der macht jetzt richtig Zeit gut. Ja. Ja. Also, jetzt die letzte Runde auch wieder 1,5 Sekunden, 1,7 Sekunden. Ja, die sehen sich ja jetzt auch schon mehr oder weniger. Und Ostermann bleibt trotzdem draußen. Ich meine, die Reifen müssen doch eigentlich... Ja, ich weiß es nicht. Entweder kann er gar nicht schneller hier. Ja gut, nach der Hälfte des Rennens, dann machen die Reifen dann schon mit der Zeit schlapp. Naja gut, er konnte sich ja... Oder er teilt sich sein Speed ein, dass er vielleicht irgendwie... sich irgendwie einen Vorteil mit dem Nachtanken ausrechnen zu können, dass er halt nicht so viel Sprit braucht. Ich denke mal, der Edgar wird denken, dass ihm ein 2. Platz auch ausreicht. Also, dass er jetzt den Robin nicht unbedingt hinter sich halten muss. Naja, also, er hat irgendwie, ich glaube, 6 Punkte Vorsprung der Meisterschaft. Also, die sind eh schon hin.
nach dem ersten Lauf. 5 hat er nur Vorsprung. Jetzt kommt er in die Box. Und Frischkopf bleibt draußen. Kann er auch, weil der fährt nach wie vor noch Zeiten, die deutlich schneller sind als die von Ostermann. Und übernimmt jetzt erstmal die Führung. So, jetzt ist aber mal spannend zu gucken, wo Dennis Erner rauskommt. Oder hinkommt. Wo fährt denn der überhaupt? Ah, okay, da. So, Puckert ist auch in der Box, Flüchtlingsthal in der Box, Volkert in der Box. Und dann sollten alle in der Box gewesen sein. Das Einzige, was ich noch nicht glaube, ist es mit Arne Bachem. So, jetzt wird es natürlich spannend. Ostermann bewegt sich wieder, genauso wie... Was... Nee, Ostermann... Ja, da wird Dennis Erner nicht vorbeikommen. Das wird nicht reichen. Ostermann ist jetzt schon am Boxenausgang. Und Erner kommt jetzt auf Start und Ziel aus dieser kleinen Schikane raus. Bachem ist Zweiter. Laut dieser Anzeige hier. So ist es. Arne Bachem fährt auf Position 2. Hat es das schon mal gegeben? Kevin? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Also ich weiß, er hatte in den letzten Rennen mal irgendwann auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Top-10-Platzierung. Ich will jetzt nichts lügen, aber Platz 5, 6 oder 7 oder irgend sowas. Und es ist durchaus möglich, dass er schon mal irgendwo in den Top 5 war, ohne den Boxenstopp gehabt zu haben im zweiten Rennen. Aber mir wird hier für ihn ein Stopp angezeigt. Ich kann es mir aber im besten Willen nicht vorstellen. So, wir gucken mal hier durch bei den Rundenzeiten bei ihm. Ne, der war definitiv noch nicht in der Box. Nein. Der war noch nicht in der Box. Gar keinen Fall. Also der hat nicht eine Rundenzeit, die darauf hindeuten würde, dass er in der Box war. Warum da jetzt bei ihm ein Boxenstopp angezeigt wird, das weiß er Faktor alleine. Aber natürlich ist es mal geil für ihn, hier Podiumsluft zu schnuppern. So, Frischkopf ist in der Box. Und da schauen wir doch jetzt mal. Ostermann kommt jetzt um die Ecke und Frischkopf ist schon wieder in Bewegung. 21 Sekunden hat er lediglich gestanden. So, und gibt jetzt Gas und bleibt vorne. Er hat ganze 21 Sekunden gestanden. Wie kann das sein, Kevin? Nur kurz Reifen gewechselt und für die letzten 10 Minuten nicht viel Sprit nachgetan. Ja. Perfekter Stopp also. Ja. Ja, dann würde ich mal so sehen, Doppelsieg. Und dann ist es definitiv, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ostermann da noch in irgendeiner Form vorbeikommt. Es sei denn mit der Brechstange, aber gut. Also sind auch mehr als 7/10 Rückstand, die Ostermann hier hat. Das sind gut 4 bis 5 Sekunden. Was ich mir noch gut vorstellen könnte, dass in den letzten 10 Minuten jetzt vielleicht der Jens noch an den Edgar ranfährt. Ja gut, jetzt fährt Edgar erstmal auch wieder mittlere Neunerzeiten. Jens fährt niedrige Neunerzeiten. Ich glaube, er hat, wenn ich das richtig sehe, ja ungefähr 3,5 Sekunden Rückstand auf Edgar. Da muss schon ein bisschen was passieren. Aber wir haben wieder ein schönes Duell auf Platz 10, nämlich Dominik Smoll gegen Stefan Hauenstein.
glaube, die hauen sich die Steine schon seit, ich weiß nicht wie viele Runden, auch vor dem Boxenstopp schon um die Ohren. Na, da kommt vielleicht sogar der Jan Baskenes noch mit dazu. Aber um mal auch ein bisschen zu zeigen, dass wir auch Herz haben, hier hinten geht es nämlich auch zur Sache. Micha Pregartner auf Platz 16 gegen Ralf Minwegen. Auch wenn sich erfahrungsgemäß auf den Positionen, dass die Zweikämpfe immer relativ schnell irgendwie entscheiden. Dann, da geht er durch. Ja, so sieht's aus. Nach einem Fahrfehler von Pregartner ist dann von Minwegen ist Pregartner durch. Und wir gehen mal wieder vorne zu Dennis Erner, weil der ist nämlich wiederum dran an Jens Burkott. Ja, Ostermann hat 5 Sekunden Rückstand auf Frischkopf. Das wird der Robin sich jetzt noch zum Ende einteilen. Ja. So, wenn der Jens jetzt natürlich beschäftigt wird, wird der auch nicht in Richtung Ostermann vorfahren. Zumal da auch knappe 4 Sekunden zwischen den beiden liegen. Ich hatte vorhin kurz drüber nachgedacht, ob der vielleicht nicht einen kleinen Vorteil hätte, aber ich glaube, der Porsche ist hier aufgrund des kurzen Radstands schon ein bisschen benachteiligt. Auf diesen Huppelstrecken und diesen Mörder-Curbs ist man natürlich mit dem langen Radstand besser bedient. Ja, der Porsche, der fährt sich vielleicht unruhig bei so Strecken. So, Frischkopf haut nochmal eine neueste, schnellste Rennrunde raus mit 208.039. Was sind so deine besten Rundenzeiten im Rennen hier, Kevin? Also im Test hatte ich 207. Ja. 6 oder so. Ja. Naja, ja, wir müssen da nicht mehr drüber nachdenken, oder? Nee, das Rennen ist jetzt abgehakt. Und jetzt die letzten paar Rennen noch mit viel Freude und vielleicht auch mal wieder einem guten Ergebnis dann fahren. Ja. Wie sieht's aus mit der Sommermeisterschaft? Bist du da dabei? Da bin ich voll heiß drauf. Mhm. Schöne Autos. Genau mein Geschmack. Ja. Ah, ich war heute schon vom guten Start im zweiten Rennen überrascht. Naja, gut. Ich sag mal, prinzipiell hast du ja... hattest du ja einen Puffer. Ich gehe mal davon aus, wenn Ostermann mit dir in der ersten Reihe gestanden hätte, hättest du wahrscheinlich verloren. Aber, weil der hat natürlich wieder einen sensationellen Start hingelegt, 2 Plätze gut gemacht und war ja dann hinter dir. Ja. Das kriege ich noch nicht so hin. Ja. Da wird noch eine Arbeit. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Dennis Erner probiert hier nochmal alles. Wir haben noch 4,75 Minuten Zeit. Das wäre für mich natürlich von Vorteil, wenn er noch vorbeikommen würde. Ja, ich glaube, du musst jetzt über die... von Punkt her schon richtig, aber der Vorteil ist wirklich gering. Also, wenn du dagegen hältst, was du jetzt erreichen können, wenn du gefahren wärst, hättest fahren können, sagen wir mal so. Ja. Den Meistertitel, den hatte ich sowieso nicht mehr so ganz auf der Rechnung. Das sind die beiden hier dann noch etwas zu konstant. Und dafür hatte ich mich
immer die richtigen Ergebnisse. Ja. Und jetzt war mein Ziel eigentlich noch die Top 3 nochmal zu schaffen. Aber jetzt muss ich auch darum noch fangen, weil das ist der Jens ja wahrscheinlich an mir vorbei und hat sogar ein paar Punkten Vorsprung. Ja. Wenn nicht sogar der Stefan Hauenstein nicht wieder. So, jetzt könnte es was werden. Ist er durch oder ist er nicht durch? Wir werden das jetzt auflösen. Nee, er ist nicht durch. Turcott bleibt vorne. Und von hinten kommt jetzt auch noch Flüchtlingsthaler. Frischkopf macht hier die Sache klar, hat jetzt fast 8 Sekunden Vorsprung. Also, da geht nichts mehr. Für Ostermann ist es eher Schadensbegrenzung, würde ich mal sagen. Er bleibt dran in der Meisterschaft, er bleibt in den Top 3. Und also wird wohl auf den zweiten Platz jetzt zurückfallen. Und kann dann versuchen in den... Wie viele Rennen haben wir noch? 2 dann, ne? Ich glaube 2 sind es noch. Ja. Ja, also dann da noch eventuell was zu reisen, wird sich zeigen. Ja, bis auf den Dreikampf hier und die Position 9 und 10 ist ja schon fast alles im trockenen Tüchern. Ja. Naja, ja. Also diese drei hier, die haben noch gut was zu tun. Da gibt es auch da gleich mal Lichthupe. Oh, Turcott hier in der Mauer! Und kann trotzdem vorne bleiben. Übler Verbremser, an der Mauer lang geschrammt. Aber alles gut gegangen. Das könnte bei den beiden mal wieder auf dem Fotofinish rauslaufen. Ja, das könnte ganz gerne werden, genau. Frischkopf macht ungefähr 1 Sekunde pro Runde auf Ostermann gut. Also das ist nicht die Strecke von Edgar Ostermann und dafür ist der zweite Platz ein super Ergebnis. So, jetzt gibt's hier den... Nee, Turcott hat sich vorne halten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch eine Runde rangehängt wird. 1,5 Minuten haben wir noch. Das wird ganz schön eng, glaube ich. Der Führende ist jetzt auf der Hälfte. Also fahren auf alle Fälle noch eine Runde. Der ist jetzt ja Hälfte, zweiter Sektor. Und jetzt gibt es hier nochmal den Angriff von außen. Und Turcott bremst sich hier ganz spät rein und Erna versucht es dann innen, aber da war nicht genügend Platz. Da muss er vom Gas gehen. Aber jetzt versucht das. Und da gibt es eine Berührung, aber ich glaube, Flüchtlingsthaler, wenn, dann ist er der lachende Dritte. Der muss eigentlich nur abwarten. Auch wenn nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit ist. Ja, in einer Runde kann auf der Strecke viel passieren. Mhm. Also einfach mal abwarten ist da bestimmt auch nicht die schlechteste Idee. Richtig, so, wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Und der Führende wird nochmal innerhalb der regulären Zeit über Start und Ziel gehen. Es sei denn, er nimmt so viel Speed raus, dass er das nicht tut, wenn nämlich sein Teamkollege keinen Sprit mehr hat. Gucken wir mal. Ne, der geht nochmal hier über Start und Ziel. 9, 8, 7, 6. Bei 6 Sekunden vor Ablauf der Zeit geht er nochmal in eine neue Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob bei allen der Sprit reicht. Ja. Weil manche tun das sehr, sehr knapp bemessen. Ja, richtig. Der Jens tut natürlich alles, um hier keine Fehler zu machen, damit er nicht wieder meinen Spott erntet. Schön breit machen kann er sich auf jeden Fall. Jo. Ja. Wieder ein kleiner Wackler. Ja, hier besser, aber da hat er keinen Platz, da kommt er nicht vorbei.
und puckert hier mit stehenden Rädern über die Curbs. Wir müssen so ein bisschen gucken, wo der erste ist. Moment mal, Edgar Ostermann? Edgar Ostermann führt. Da muss Frischkopf irgendeinen Fehler gemacht haben. Wir versuchen das schon mal. Ne, hier ist es schon zu spät. Ach, Frischkopf hier mit dem Fehler, aber das wird ihn jetzt auch nicht mehr wirklich wehtun. Wir gehen wieder live. Sind wir live? Wir sind live. Ich denke mal, auch um diese Position hat sich das jetzt hier erledigt. Der erste ist noch, sind noch ein paar Meter. Das ist natürlich richtig bitter in der letzten Runde. Ja, nee, es muss ein Fahrfehler gewesen sein, also definitiv. Aber wie du eben schon sagtest, in einer Runde kann hier unglaublich viel passieren auf dieser Strecke. So, wir gehen jetzt hin zum ersten, der hat jetzt noch eine Kurve. So, und dann kommt er auf die Start und Ziel. Ja, und dann sagen wir herzlichen Glückwunsch, Edgar Ostermann. Platz 2 für Robin Frischkopf. Platz 3 für Jens Purkott. Platz 4 für Dennis Erner. Platz 5 für Patrick Flüglisthaler. Auf der 6 Danny Volkert. Auf der 7 Stefan Hauenstein, der hat aber noch ein paar Meter. Hat er natürlich geschickt gemacht, ist er lange zu sehen jetzt. Ja, und da hinten tobt auch noch ein Kampf. So, Platz 7, Platz 8 für Micha Betz. Ich glaube auch ein sehr gutes Ergebnis. Platz 9 für Dominik Smoll. Platz 10 für Jan Baskenis, Markus Farnhold auf der 11. Und hier ist noch gerade eben Ulrich Windmüller auf die 12 gefahren vor Arne Bachem und Jens Erner. Genau, Jens Erner dann nochmal mit einem Fehler. Allerdings die zwei, die dahinter noch kommen, nämlich Micha Bregartner und Ralf Minwegen, die können da nichts mehr tun und Stefan Hartleib ist schon in der Box. Nee, ist er nicht, der fährt noch, aber ist im Prinzip schon, hat sich schon erledigt. Der kommt da auch bei weitem nicht mehr ran. So, jetzt gibt's hier nochmal den Angriff auf der Start und Ziel. Nee, nichts mehr zu machen. Nichts mehr zu machen. Für Arne Bachem, der Ferrari von Windmüller bleibt vorne. Ja, da freut er sich natürlich auch. Arne Bachem, so 13., 14., Jens Erner, 15. Hier kommt er, Micha Bregartner, 16, Ralf Minwegen. Ja, und 17, hier haben wir den letzten, der in der Grid verbliebenen, Stefan Hartleib. Mich brauchst du nicht mehr aufzählen. Ausgefallen heute Kevin Fritsch. Ja, leider Gottes zweimal. Das machen wir nächste Winter. Saison machen wir das besser. Ja. So sieht das hier aus. Ja, wir freuen uns jetzt auf die Interviews und hoffen mal, dass dass hier alle möglichst zügig kommen, obwohl die natürlich jetzt erstmal etwas zu reden haben. Oh, ich glaube, da klappert es schon im Karton. Ah, die kommen schon alle hier, die kommen schon alle. Das ist natürlich ganz vorbildlich diszipliniert. Grüß euch. Hey. So.
Meine Fresse. Meine Fresse. Alle da? Dennis, Jens, Robin. Jens, Robin, Edgar. Ja. So, kommen wir erstmal zu dem völlig langweiligen ersten Lauf. Dann können wir eigentlich auch überspringen. Nee, tun wir nicht, weil so ganz langweilig war er nicht. Er war ja nur vorne langweilig. Dennis, herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 im ersten Lauf. 7 Zehntel hinter Jens ins Ziel gekommen. Ja, das war ja dann auch ordentlich knapp. Danny, was habe ich gesagt? Ach, Jens. Ja, hinter Jens, meinte ich. Ja. 7 Zehntel hinter Jens, ja, dann habe ich mich jetzt versprochen. Ach so, ja. Ja, also wir reden jetzt vom ersten Rennen, vom Sprint. Wir reden vom ersten, ja, genau. Ja, ja. Gesagt, keine richtig schnelle Zeit hingekriegt im Qualifying und in der Liste da auf der Homepage war ich auch irgendwo auf Platz 10 nur in den Hot Laps. Und da dachte ich, weißt du, was baust du ein Setup, was eigentlich nur funktioniert, was läuft, wo das Auto ruhig ist. Ja, und dann haben sich viele Leute vor mir getrillert. Dann hatte der Kevin ja leider den Disconnect. Und ja, so bin ich dann einfach mal so auf Platz 3 gefahren. Ja, gut. Wie gesagt, war da vorne nicht wirklich spannend. Ihr hattet alle dann doch zwischenzeitlich große Abstände. Aber naja, zum Schluss wurde es dann nochmal ein bisschen enger. Kann man nicht meckern. Platz 4 im zweiten Rennen war ja auch nochmal verdammt knapp. Zweikampf mit Jens. Aber da ist halt auch irgendwie der Aston ein bisschen breiter als der Porsche. Also da kann man halt nicht viel machen, ne? Ja, du kannst hier auf der Strecke eigentlich nur darauf hoffen, dass der Vordermann einen Fehler macht. Oder du musst dich einfach mit der Brechstange da reinquetschen und das wollte ich nicht. Ja, ist ja in der vorletzten, in der drittletzten Runde in der Schikane ganz gut gelungen, hat es ja beinahe geklappt. Ja. Aber da seid ihr ja beide dann noch irgendwie durchgekommen. Aber das passiert wahrscheinlich einfach, weil das haben wir mehrfach gesehen heute. Und die Strecke war ja nun wirklich extrem anspruchsvoll, aber auch extrem gefährlich. Und auf alle Fälle denke ich mal, bist zufrieden mit dem Wochenende, oder? Oder mit dem Renntag, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich vorm Rennen gesagt, ich bin zufrieden, wenn ich in die Top 10 komme. Und okay. Ja, weil die Hotlaps, also die waren ja 2 Sekunden schneller pro Runde teilweise, aber im Rennen hat sich halt irgendwie alles wieder so ein bisschen aufgehoben. Ja. Deswegen, ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, kommen wir zum Zweitplatzierten des ersten Laufs, zum Drittplatzierten des zweiten Laufs. Jens, Mensch, dass ich dich nochmal interviewen darf, so auf dem Podest, ist natürlich auch eine feine Sache, hätte ich so nicht vermutet. Aber was hast du vorher gesagt, wenn du irgendwie... Top 5 wäre ich glücklich gewesen, ja. Ja. Naja gut, wenn du es zusammenzählst, bist du ja Fünfter, also 2 und 3. von daher... passt das ja irgendwie, aber der erste Lauf war sicherlich nicht wahnsinnig aufregend, auch nicht für dich, während es im zweiten Jahr dann richtig gekracht hat, ne? Also es ging irgendwie schon im Qualifying los, dass ich da auf einmal irgendwie auf P3 stand mit einer 207, die ich persönlich für mich letzte Woche noch für absolut unnötig gehalten hätte. Da habe ich gesagt, bin ich froh, wenn ich eine 208 fahre, das fahre ich in der 207. Und stehe auf P3, das war schon mal eine Riesenüberraschung. Dass der Edgar am Start an mir vorbeigeht, okay, damit kann man rechnen. Ja. Und dann natürlich profitiert, ne? Der ärgerliche Disconnect vom Kevin und dann der Zwischenfall mit dem Robin und mit dem Edgar. Und dann, wie du schon sagst, war ich kontrolliert Zweiter. Robin konnte ihn nicht halten. Und nach hinten konnte ich kontrollieren. Also das war dann relativ entspannt. Ja. Ganz anders als der zweite Lauf. Ja. Also ich transpiriere auch immer noch ein wenig. Also der war schon wirklich Hammer. Also ich hatte am Anfang viel Bewegung nach vorne, nach hinten. Der Danny hat mich einmal sensationell außenrum überholt. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich hatte mich darauf konzentriert, vorne irgendwie den nicht drauf zu fahren. Aber Funk zieht der Danny noch an mir vorbei. Wahnsinn. Dann hatte ich mit dem Danny irgendeine kleine Berührung. Ich hatte, der Ulrich hat sich vor mir gedreht. Ich musste den Bogen fahren. Wir waren irgendwie so halb nebeneinander und habe dann nur gesehen, wie er im Hintergrund dann irgendwie abgeflogen ist. Also ich muss es mir nachher nochmal angucken. Ich bin einfach gerade ausgefahren und ich dachte, es wäre genug Platz, aber weiß ich nicht. Ja. Und habe dann auch an der Box 2 Plätze gut gemacht. Ich habe den Dennis und den Rösti,
den Patrick, an der Box kassiert und war dann auf einmal Dritter. Und dann kam der Dennis ja von hinten. Das hast du ja gerade noch schön mit Dennis besprochen. Also der war schon deutlich schneller, aber ich habe mich einfach wirklich darauf konzentriert, mich mega, mega breit zu machen. Ne? Robert Stratner, schöne Grüße. Und bin bewusst langsam gefahren an den entscheidenden Stellen. Ich hatte so zwei der Ecken, wo ich schneller war, wo ich ein bisschen besser Traktion hatte. Da habe ich dann im Vorfeld ein bisschen langsamer gemacht, wusste, er kommt nicht vorbei, ich kann besser rausbeschleunigen, habe mich richtig breit gemacht und habe es dann zum Glück doch ins Ziel retten können. War riesig spaßig. Ja, definitiv. Also war im zweiten Lauf auch wirklich geil anzusehen. Wir waren nach vier oder fünf Runden waren da immer noch zwischen Platz 3 und Platz 10, waren die innerhalb von, ich weiß nicht, 10, 12 Sekunden, also die fuhren da wirklich, es war grandios. Bei der Gelegenheit auch mal, auch wenn die Jungs seltener im Interview sind, Ulrich Windmüller hat heute ein richtig geiles Rennen gefahren, hat zwar auch jedes Mal wieder Pech gehabt, aber war richtig gut unterwegs. Also auch hier mal richtig Glückwünsche dahin. Spricht dafür, dass wir vielleicht bald einen weiteren Fahrer haben, der hier für die Top 5 in Frage kommt. Also vielleicht klappt es ja mit noch ein bisschen Übung. Aber vielleicht hat ihm auch nur die Strecke extrem gut gelegen. Scheint ja wirklich zwiespältig gewesen zu sein. Das weiß ich nicht so wirklich, wen wir jetzt nehmen sollen. Jetzt nehmen wir erstmal den Robin, weil der Robin natürlich im ersten Lauf ein bisschen gepatzt hat. Naja, was heißt gepatzt? Also es war ein schwieriges Sehen, kann ich schwer beurteilen. Robin, bist da in der Schikane innen reingestochen, hast dann Edgar da rausgedreht. Obwohl, du hast ihn nicht wirklich rausgedreht. Der hatte sich schon wieder gefangen, ist aber wahrscheinlich sowas von aus dem Rhythmus gekommen, dass er dann bei der nächsten, also aus der Ausfahrt, aus der Schikane raus, dann irgendwie blöd auf den Körb gekommen ist, sich dann gedreht hat. Erzähl mal, wie hast denn du das gesehen? Ja, das war eine schwierige Szene. Und das war dann auch irgendwie so schnell und da ging es auch schon wieder vorbei. Also ich habe schon eine Runde vorher versucht, da den Edgar zu überholen, weil er das sehr früh gebremst hat. Dann hat er zur Tür zugeschmissen. Da haben wir uns schon leicht berührt, ging aber ohne Probleme. Dann nächste Runde nochmal dasselbe und eigentlich war, also ich schaue es mir jetzt gleich an und es war eigentlich eine sehr leichte Berührung und der Edgar ist vor mir eigentlich normal weitergefahren, plötzlich hat es ihn umgedreht und ich dachte, was ist jetzt los? Und ja, bin ich weitergefahren, aber dann, naja, hatte ich dann doch ein schlechtes Gewissen und im Hauptrennen habe ich den Edgar vorgelassen wieder. Ah, du hast ihn vorgelassen, weil ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, was im zweiten Lauf passiert ist, weil du hattest ja 8 Sekunden Vorsprung. Und, das waren sogar 10. Ja, in meinem Timing waren es 8, aber das ist egal. War irgendwie doof und ich will auch nicht, dass es irgendwie die Meisterschaft so entscheidet. Dann habe ich gesagt, lasse ich Netka wieder vor, vielleicht hilft es bei der Jury irgendwie. Ja, okay. Aber ja. Ja, werden wir auch gleich dazu hören, aber im Großen und Ganzen natürlich wird es sich jetzt erstmal durch die beiden sehr guten Ergebnisse ein Sieg und ein zweiter Platz wirst du sehr wahrscheinlich jetzt wieder die 5 Punkte wettgemacht haben, die du jetzt Rückstand hattest und naja, mal gucken, aber dafür gibt es ja auch wieder ein bisschen Gewicht, ne? Ja, das macht mir ja nichts aus. Ja, wollte ich gerade sagen, damit fühlst du dich ja mal schwer gut wohl und dann fliegst du auch nicht so leicht ab, wenn dir einer an die Seite fährt, haben wir festgestellt. Also das ist schon deutlich angenehmer dann, wenn Robin Frischkopf ein bisschen Gewicht hat. Und nichtsdestotrotz, Robin, erstmal Glückwunsch zu diesem hervorragenden Renntag. Also ich denke mal, letztendlich dann doch ein persönliches Ergebnis, also ein gutes, für dich völlig zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, es war natürlich sehr, sehr schade, dass der Kevin 2 Disconnects hatte, weil das wäre dann sonst noch viel spannender gewesen. Definitiv, ja. Ganz klar, weil er ist ja sogar er war ja dann bei mir jetzt hier die ganze Zeit im Stream und er ist ja schon im zweiten Rennen dann gleich am Start auf 12 vorgefahren und wer weiß, was da draus geworden wäre. Gut, hätte, wäre, wenn, war nicht und jetzt werden wir mal gucken. Edgar, erster Lauf, wie hast du es gesehen? Ja, ich habe einen Schubser bekommen, schon eine Runde davor von Robin. Und eben bei dieser Szene habe ich wieder einen Schubser bekommen und bin dann aber durch den Schubs auf das Körb vorne raufgekommen und da hat es mich übergeschmissen. Also so habe ich es, in etwa habe ich es auch gesehen. Also du warst schon wieder gerade, aber ich habe nicht links und rechts lenken können.
Ich bin automatisch da auf die Curbs gekommen, dann war ich verkehrt. Gut, wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich nur kurz erzählen, wie ich es gesehen habe. Okay, Entschuldigung. also bei mir war es, ich habe es mir extra im Replay nochmal angeguckt, also in der Wiederholung. Und du warst eigentlich schon wieder gerade, hattest aber keine Chance mehr. Du konntest nur noch, da hast du recht, du konntest nicht mehr lenken, nicht mehr reagieren und du hattest einen Winkel, wo du auf diesen Curb kommen musstest, in dieser, wie du darauf gekommen bist, dass man dann da abfliegt. Gut, letztendlich, wie gesagt, das war jetzt einfach mal, ich denke mal, die Stewards werden das dann entsprechend sich anschauen und gucken, was man da macht. Und jetzt im zweiten Lauf ging es ja relativ gut. Jetzt erklär mir in Himmels Namen, hast du einfach einen Speed rausgenommen oder warum warst du so um so vieles langsamer? Ich weiß es selber nicht. Auf der Geraden 258, keine 260 oder 262 für die anderen alle, ich weiß es nicht. Ich fahre weniger Flügel als die anderen, aber ich bin eben nicht so schnell auf der Geraden. Kann es sein, dass dein Gaspedal nicht voll Gas gegeben hat oder sowas? Nee, ich fahre ja bei den anderen Mods genauso mit, zum Beispiel Formel 1 Rennen. Ja. Da habe ich den gleichen Speed wie alle anderen. Ja. Seltsam. Also ganz seltsam, weil du warst wirklich teilweise anderthalb Sekunden langsamer als Robin. Ja, und du warst sogar langsamer als Patrick oder sonst. Also die alle in den Top 10 waren schneller als du. Ja. Und am Anfang bist du den ja weggefahren. Also wir haben es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, aber wenn du auch keine Erklärung hast. Ich habe keine Erklärung, nein. Aber macht nichts. Also jedenfalls, kann ich kurz erklären, ich bin mit sehr viel Sprit gestartet und ich habe hinten im Pulk habe ich kaum Reifen gebraucht und als ich dann frei fahren konnte, waren meine Reifen noch frisch und da hatte ich noch irgendwie 50 Liter drin, da konnte ich bis zum Schluss voll pushen, also ich habe nie irgendwas vom Reifenverschleiß gemerkt. Stimmt, du bist extrem gute Rundenzeiten dann gefahren vor deinem Stopp, aber die anderen hatten das vielleicht nicht diesen Vorteil und waren trotzdem schneller als Edgar und das ist halt das, was mich so ein bisschen erstaunt hat, weil das schon ungewöhnlich ist. Aber nichtsdestotrotz, Edgar. Ich war auch nicht brav im ersten Rennen, also ich habe leider Gottes richtig den Robin auch einmal gedreht. Ja. Wollte ich nicht, den hasse Robin. Ja. Er hat mich zuvor einmal angeschubst, dann habe ich da zwei Plätze, glaube ich, verloren. Nachdem er mich da angeschubst hat, da ist der Patrick, der Fürstaller, glaube ich, vorbeigefahren und da habe ich ein paar Plätze verloren und dann im vorletzten Runde oder was, ich weiß nicht, was da war, hat der Jens Ehren oder irgendwer ein Problem gehabt, ich wollte hineinfahren in die Kurve, auf einmal stehen fast beide vor mir. Ja gut, wie gesagt, wir hatten auch die Szene auch gesehen, also wie gesagt, das ist, das, wie gesagt, war nicht das muss man, es war nicht, ich konnte auch nichts mehr machen, aber okay, that's life. Das, genau, that's rising, genau. Und im Großen und Ganzen, der zweite Lauf, echt ein hammergeiles Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich alle, die da in den Top 10 zumindest sind, man wusste ehrlich nicht, also so wie es sein sollte in diesem zweiten Lauf, so war es da auch. Das auf dieser Strecke hat tierisch Spaß gemacht. Und ich freue mich ganz doll auf was, Jens? Auf was muss ich mich, darf ich mich freuen? Suzuka. Ach, Herr Jemine. Ja gut, da habe ich ja immer so meine Schwierigkeiten. Das ist so der Klassiker, so die Hassstrecke aus der Formel 1. Und eigentlich ist es für mich nur eine Formel 1-Strecke. Also da sollte eigentlich nichts anderes fahren. Aber geht egal. Nein, natürlich freue ich mich da drauf.